damit einen wunderschönen guten Abend gewünscht, meine Damen und Herren. Mann, wo kommt da der Frosch her? Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Gothic 1. Ja. Wir sind jetzt heute auf dem Weg zum neuen Lager, um da auch einige neue Questen zu machen, um dann endlich langsam aber sicher in die Richtung Schattenrubrik rüberzugehen beim alten Lager, um dann endlich Maria zu werden. Mann, ist das ein Hin- und Hergerenne, Leute. Aber gut, sei es drum. Ich bin, wie gesagt, immer noch gespannt, wie es bei Gothic als Maria wird. Ich weiß nicht, ob wir heute schon Maria werden können. Nur mal überraschen. Ah ja. Fängt ja schon gut an mit dem Stream. Ah. Und würde ich sagen, ohne groß Gelaber legen wir gleich los. Genau, wir wollen nämlich zu Korragons. Ich glaube, es war Korragon. Ich bin nicht ganz sicher. Oder war es Cardiff? Aufwickelt sich gerade mit Gothic 2. Mal gucken. Erstmal hier, Stößchen. Früher wäre das Kaffee aus der Liebestasse. So, ja, moin. Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Siehst nicht aus wie ein Schürfer, so kommst du hier nicht rein, Junge. Junge. Kann ich dir nicht einfach eine Fresse hauen, um da reinzukommen? Warte mal. Steck die Scheiße. Ich hab ihn fertig gemacht. Einfach so, einfach frei kloppen den Weg zu, ne? Ah, nee, so wird das nichts, Leute. Okay, anscheinend müssen wir was anders machen. Wir müssen uns Schürferklamotten besorgen. Wo wir die herkriegen, weiß ich auch bereits. Und zwar, bevor wir ins neue Lager wandern, wandern wir erstmal zur neuen Mine. Denn da sollte es bestimmt die passenden Klamotten geben, da reinzukommen. Ich will keinen Eintritt zahlen, das haben die gar nicht verdient, ganz ehrlich. Was ist da los? Was ist denn hier los? Aufmarsch hier oder was? Söldner, Söldner, Kord. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Natürlich. Kostet aber eine Kleinigkeit. 30 Erz will ich sehen. Ja, nee, bekommst du nicht. Einhandstufe 1 muss reichen. Wie gesagt, wenn ich später Maria werden möchte, da brauche ich jetzt nicht unbedingt weiter auf Einhand gehen. Oh, was haben wir da? Scavengers, kommt mal ran auf den Meter. Zack, zack, zack. Ja, easy. Ja, Scavengers sind meine Lieblings-Slap-Speise, ne? Ich meine, One-Hit-Down. Besser kannst du einfach mal keine Erfahrungspunkte farmen, vor allem nicht Fleischkeulen, ne? Ist ja immer richtig belohnt. Ja, hier ist auch so ein ganz komischer Weg, Leute. Den habe ich immer schon abgeklappert gehabt, ein paar Mal, damals. Und ich habe mich mal gefragt, warum hier so ein komischer Weg ist, wenn da oben noch gar nichts ist. Also, das ist immer so ein bisschen verwirrend. Egal. Ah, das ist ein Mall Rat. Zack, nochmal easy Erfahrungspunkte, können wir alles gebrauchen. Oh, wir sind schon Level. Wir haben schon 40 Lernpunkte. Das ist ganz gut. Was ich ja machen möchte, bevor ich Schatten werde, ist, ich möchte nochmal die extra Erfahrungspunkte abholen, indem ich bei Fingers noch einmal Schlösser knacken lerne. Ist mir auch sehr wichtig. Eventuell kommen wir da auch an Tränke ran und. Ja, Lu, da ist ein Wolf, ne? Der senkt sich da erstmal so ein Mallrat. Er hat meine Erfahrungspunkte geklaut, der scheiß Wolf, verdammt. Mist, verdammig. Ja, gut, scheiß drauf. Erstmal so ein High Crowd drin ballern, ne? Und dann geht's weiter.
Wen haben wir denn hier? Ein Söldner. Ich will mich hier nur mal umsehen. Dann pass auf, dass du niemanden auf die Füße trittst. Ich geh dann mal. Ich hoffe, wir verstehen uns. Ja, Söldner. Willst du ja noch mit dem einen oder anderen mal reden? Hey, du. Hey, Animo, einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Wie geht's dir stets? Hey, du. Ja, war ein Söldner. Ich glaube, hier gab es nicht allzu viel zu erledigen damals. Also ich bin, wenn ich ehrlich bin, nicht allzu oft in einer neuen Lage gewesen. Auch noch ein normaler Söldner. Die Ankündigung gab es auch bei Discord. Heute Morgen um 5. Etwas sehr früh, aber ich habe bei Discord eine Ankündigung gemacht. Schürfer. Okay. Ich sehe mich hier nur mal um. Dann pass bloß auf, dass du hier im Kessel keinen Mist baust. Sonst bist du schneller im Grab, als dir lieb ist. Ach so, ja gut. Ich hätte noch mal eine raushauen können, dass jetzt der Stream beginnt, aber ich dachte mir in dem Moment so, mein Gott, ich habe das schon einmal reingeschrieben. Wird sich vielleicht noch jemand dran erinnern können? Nee, im nächsten Mal hau ich dann direkt noch mal vom Stream noch mal eine raus. Wer bist du? Ich bin Okül. Ich hab das Kommando über den Kessel. Ich wollte nur mal in die Mine. Ach so, du wolltest nur mal kurz in die Mine. Jo. Ich glaube, du weißt nicht, wie das hier läuft. Keiner kommt in die Mine ohne meine Erlaubnis. Schreib dir das hinter die Ohren. Wer ohne meine Erlaubnis die Mine oder das Torhaus betritt, ist ein toter Mann. Krieg ich die Erlaubnis? Ich kenne dich nicht einmal. Wieso sollte ich dir erlauben, in die Mine zu gehen? Jetzt verschwinde. Ich hab zu tun. Hey du! Du gehörst nicht zu meinen Jungs. Was machst du hier? Ich muss weiter. Dann lass mich in Ruhe. Bist du besoffen, Alter? Was ist mit dem die richtige Junge? So, oben war auch noch so ein Typ mit der ekelhaft schweinigen Quest, die mich im Ende nur alles berauben lassen würde. Deswegen will ich ja noch nicht rangehen. Irgendwo gab es hier einen Typen, der mir Schürferklamotten gibt. Wo? Hat hier einer von den Burschen? Schürfer. Ach, ich weiß es nicht mehr. Auch ein Schürfer, auch ein Söldner. Auch ein Söldner. Schürfer. Wieder Okül. Doch, ich tausche die Waffe vielleicht. Ich kenne mich in dem neuen Lager kaum aus, ne? Das ist gerade hier in der neuen Mine jedenfalls. Das ist schlimm. Swiney! Hör auf zu kiffen, Junge. Lass mit dir reden. Komm. Na, ich spreche die olle Tüte. Wer bist du? Ich bin der beste Bergbauer, den diese verdammte Kolonie jemals gesehen hat, mein Junge. Ich passe auf, dass nicht die Hälfte unserer Jungs von Steinen erschlagen werden, weil sie zu dumm sind, an der richtigen Stelle zu schürfen. Ah ja. Ich will bei euch als Schürfer mitmachen. So? Denk bloß nicht, du kannst hier viel erwarten. Jeden Tag gibt's 3 Portionen Reis und für den Rest musst du selber sorgen. Du weißt, warum wir das hier machen? Wir machen die Arbeit, damit alle hier eines Tages wieder rausspazieren können. Das heißt, alles Erz wird abgegeben und kommt auf den großen Haufen. Und einmal im Monat kriegt jeder, der hier hart gearbeitet hat, 50 Brocken Erz zum Versaufen. Das waren auch schon die wichtigsten Sachen, die du wissen musst. Kennst du dich wenigstens mit der Arbeit aus? 50 Brocken Erz im Monat? Ist ein bisschen wenig, finde ich nicht. Wenn so eine Fleischkeule dann schon 8 Erz oder 3 Erz kostet. Meinst du Versaufen? Ich meine, dann schon so ein Bier kostet bestimmt schon mindestens 8 Erz. Da bist du so eine arme Sau und hast vielleicht gerade mal einen Sechserträger im Monat. Wow. Ist ja echt belohnt. Na gut, Essen kriegst du Reis, aber... Naja. Ja. Gut. Dann weißt du ja, worauf du zu achten hast. Hier ist Schutzkleidung. Eine Spitzhacke musst du dir suchen. Viel Spaß! Wie viel Erz habt ihr schon gesammelt? Die Magier sagen, viel brauchen wir nicht mehr. Geh ins neue Lager und sieh dir den Haufen an. Oh, jetzt haben wir so eine stylische Klamotte bekommen. Und zwar hier. Schutz vor Waffen 10 und Feuer 5. Ich meine, for free, ne? Ist echt belohnt. Gut. Sieht zwar echt beschissen aus, die Klamotte, vielleicht zu den normalen Klamotten, aber wie soll's. Hilft ja alles nichts, ne?
So, jetzt haben wir ein paar Schufferklamotten. Jetzt, glaube ich, dürften wir auch in die Kneipe reinkommen. Zu Silas, genau, hieß der Typ. Ich wollte schon wieder Cardiff sagen, ne? Cardiff ist der Typ aus dem zweiten Teil. Voll kommunistischen Schufferaufstand. Aber wie gesagt, 50 Erz? Ich meine, allein schon... Da, 5 Erz, allein schon Rose Fleisch, da kommst du ja niemals hin. Bier kostet 10 Erz. Das ist gerade mal 8 Flaschen Bier. 8 Flaschen Bier. Ich meine, ich weiß nicht, wie groß so eine Flasche ist. Ich meine, ob das jetzt eine normale 0,5er ist, ob das jetzt so eine kleine Flasche ist. Kann ja mal ins Saufen zu gucken. Ist ja 0,33er, Alter. Ist das so ein Sixer, so eine kleine Flasche? Der ist ja lächerlich, ganz ehrlich. Das ist ja lächerlich. So wird ja den Abend weg, Junge. Naja. Denn doch lieber ins alte Lager zur Mine. Da schmeiß ich lieber mit meinen Kohlehüttengardisken im Nacken, der mich ja beschützt. Aber zumindest haben die Schürfer hier genauso einen ekelhaften Stellenwert wie die Buddler am alten Lager. Die haben nur zwei verschiedene Namen, aber letzten Endes sind es genauso eine arme Würste wie die vom neuen Lager. Nimmt sich alles nicht viel. Aber wenn man bedenkt, wie wertvoll Erz für den König ist und was für eine wichtige Aufgabe diese Buddler oder Schürfer eigentlich haben und letzten Endes behandelt werden wie die letzten Hustenbonbons, sag ich mal. Hustenbonbons. Ja, das ist auch ein Vergleich. Nee, aber einen Aufstand werde ich nicht anzetteln. Früher oder später kommen wir ja aus der Barriere raus. Und zudem bin ich schon größer im Akkorn, ja. Ich werde Magier. Ja. Ich werde nicht lange buddeln. Nämlich gar nicht eigentlich. Ich habe bloß Klamotten. Wo darf ich jetzt rein? Na, da rein. Vergiss es. Ich höre nicht mehr auf das Gefahren. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Gequatscht wird viel. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Du siehst doch aus wie einer von den Dreckfressern. Immer rein mit dir. Vielen Dank dafür. Geht doch. Ich dachte, das wäre schon. Ihr wusst wie, ne? Oh, jetzt sind wir hier in den geilen Puff drin, ne? Was der hier? Was guckst du die Wand so an? Wahrscheinlich hast du recht. Du siehst nicht sehr glücklich aus. Bin ich auch nicht. Ich muss noch einen ganzen Berg Kraut loswerden. Du bist hier, um Waren aus dem Sektenlager zu verkaufen? Ja, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Ich halte mich da. Bist du bekifft, was? Ich könnte das Kraut für dich verkaufen. Gegen Beteiligung, versteht sich. Vergiss es. So besoffen bin ich nun auch wieder nicht. Du brennst doch einfach damit durch. Hier, trink noch einen auf meine Rechnung. Danke, Mann. Ich trinke auf dein Wohl. Darf ich jetzt dein Kraut haben? So läuft's hier bei Gosset, ne? So einfach ist das Ding. Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Nee, Mann, ich schaff das schon noch. Wenn du meinst. Zeig mir, was du hast. Hier. Vollkommen bret. Ja, der weiß schon, was er falsch macht, ne? Ab in die Schemenschecke. Du vertickst dein geiles Kraut hier nicht, Alter. Ach, Mordrake, da bist du ja wieder. Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Und wenn es so wäre? Ich würde gern mal die Gelegenheit haben, mit den Magiern zu reden. Ich muss in die Burg. Die Kuriere der Magier haben ein Siegel, das ihnen Zutritt zur Burg erlaubt. Wenn du einer von uns wärst, könntest du so ein Siegel bekommen. Ich dachte, das Zeig, such dir... Naja, der hat nicht groß was. Ne? Die Tränke könnte man vielleicht gebrauchen. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Manche lernen eben gar nichts dazu. Manche lernen eben gar nichts dazu. Aber was für dich? Ich meine, es sind zwar bloß zwei Tränke, aber ne. Gib her. Wer bist du denn, Cypher? Kann schon sein. Junge, hör auf zu kiffen und quatsch mit mir. Das ist wirklich. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das okay.
Senjan? Du vielleicht? Ich dachte, das wäre schon der Geschichte. Da muss wohl doch was dran. Die sind alle nur am Saufen kiffen hier im Spiel, ja, ohne Scheiß. Du kommst aus der freien Mine, richtig? Richtig. Wie hast du das bloß rausgefunden? Erstmal abwarten. Ist ja ein sehr interessantes Gespräch hier. Silas, wie ist aus? Kann schon sein. Wie läuft's denn so? Gut. Wir verkaufen hier unseren selbstgebrannten Reisschnaps für gutes Erz. Kommt ja auch genug rein. Wo sollen die Jungs ihr Erz auch sonst hinbringen? Ich will was trinken. Dann musst du zahlen. Dreimal Reisschnaps. Du treibst eine Pinte mit gerade mal 3 Pullen Reisschnaps? Meine Fresse, bist du eine arme Wurst. Ey, oh Scheiße, du bist so armselig. Junge, Junge, Junge. Ist ja heftig, ne? Wenn ich für 3 Flaschen Bier mir eine Kneipe aufmachen kann, dann ja, habe ich was mein Leben falsch gemacht. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ach komm, 2 Erz. Manche lernen eben gar nicht. Gib her. Dem sein Axt ist OP? Könnte ich ihn umkloppen? Malik. Was hast du mit gewonnen? Glück gehabt! Man muss immer aufpassen, was. Bist du bestimmt im Schlaf überfallen oder so? Aber ich könnte dir mal auf die Nase hauen. Was hast du mit Malik? Hast du gewonnen? Gut gemacht! Eine saubere Vorstellung! Ich bin Wortel für den! Ach du Schreck, nee, dann lass mal ja sein, du, ja. Jeremiah Springs, halt geht ab. Was machst du hier? Ich brenne den Reisschnaps, Junge. Hier, nimm eine Flasche, aber sag nichts Silas. Wie läuft das Schnapsbrennergeschäft? Ich kann kaum, ist auch ganz gut so. Solange ich hier genug zu tun habe, lassen mich die Jungs vom Reislord in Ruhe. Ich einfach mal das Inventar aufgemacht habe während des Gesprächs, ne? Was kannst du mir über den Reislord sagen? Er ist ein verdammtes Schwein. Seine Schläger suchen sich die Schwachen aus, um sie zur Arbeit auf den Feldern zu zwingen. Der Einzige, der sich wehren könnte, ist Horatio. Aber der hat mit Gewalt nichts am Hut. Ich habe mal gehört, wie er gesagt hat, er würde dem Reislord gerne den Schädel einschlagen. Aber das würde der nie tun. Seine Überzeugung hält ihn davon ab. Manche lernen eben gar nichts dazu. Aha. Ich glaube, das ist die Information, die wir brauchen, um Horatio so ein bisschen stärker auszukitzeln. Ich glaube sogar, ich bin kurz am Überlegen, ob ich da nochmal schnell rinrenne. Um ihn nochmal anzuhauen. Ich glaube, das wurde. Hast du letztes gemeint, Animo, richtig? Hier vor wegen, dass einer in der Kneipe da ist, der mir hilft mit Horatio. Ja. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. So. Ich könnte jetzt hochgehen und ein paar Sachen klauen, aber ganz ehrlich, das ist halt nur ein Mist gewesen. Ich gehe jetzt auf den schnellsten Weg nochmal zurück zum Reisfeld, um Horatio nochmal anzuquatschen. Hey, Crydex, peace! Wie geht's dir stets? Hätte ich Akrobatik gelernt, hätte ich hier aufs Dach springen können. Dann hätte ich auch übelst abkürzen können, aber. Naja, verwehrt. Noch. Alles gut und selbst, ja, alles tipptopp, ne? Kann ich klagen. Erstmal Sumpfkraut rauchen. So sieht's aus. Auch die haben wunderschön genannt. So. Wahrscheinlich. Eigentlich ist das vollkommen egal, ne, ob ich da jetzt Horatio anquatsche oder nicht. Ich meine, der Reislord ist schon nackig, hat nichts mehr. Hier, Lefty hat schon, ne, auf die Matte geschickt. Aber trotzdem, stärker Punkt ist ein stärker Punkt, ne, den verschicke ich nicht. Auch wenn ich Varia werde, aber trotzdem kann es hilfreich sein. Ich habe noch einmal über die Sache nachgedacht. Und? Ist dir was Besseres eingefallen? Ja, ich würde es mit dem Reislord und seinen Schlägern aufnehmen können. Du bist nicht der Erste, der das versucht. Ich werde den Reichslord und seine Schläger fertig machen, wenn du mir dabei hilfst. Gut.
Ich habe geschworen, nie wieder jemanden anzugreifen, aber nicht, es niemandem beizubringen. Ich bin ganz Ohr. Wenn du stark zuschlagen willst, kommt es auf die richtige Technik an. Das ist das Erste, was du beim Schmieden lernst. Lerne jeden Teil deines Arms, von Schmieden? Der Schulter bis zum Handgelenk, gleichzeitig nach vorne schnellen zu lassen. Je besser die Technik, umso härter der Schlag. Du wirst es schnell raus haben. Die Technik beim Schmieden, also sprich, Gesichter zuschmieden oder was? Danke für deine Hilfe. Nutze dein Wissen für die gerechte Sache. Und nur dafür. Die gerechte Sache, ja. Die Gerechtigkeit wird siegen, Horatio. So, jetzt haben wir 25 Stärke. Ist jetzt nicht dolle. Aber wir haben erstmal Free Stärke bekommen für nix. Für lau. Das ist nicht verkehrt. Wenn du meinst. Genau, die Technik. Sei der Kran. Sei der Kran. In dem Fall sei der Spielhammer. Ich hätte es mir eigentlich aber im Reißloch gemütlich machen können, Bett war. Wird schon wieder dunkel hier. Nur dunkel in einem neuen Lager rumrennen ist immer richtig assi in der ollen Höhle, ne? Ich meine, die leben ja quasi wie Höhlenmenschen. Ich meine, ich schaue euch das mal an. Aber ich muss mir gar kein Bett erschlauchen. Ich besorge mir einfach ein Bett, indem ich einfach ein bisschen Unruhe anstifte hier. Warte mal, wo ist Gorn? Da. Hey, ein neues Gesicht. Wer bist du? Ich bin Gorn, Söldner der Magier. Was machst du als Söldner der Magier? Lee hat mit den Magiern eine Abmachung getroffen. Er heuert die besten Kämpfer an, die in der Kolonie zu finden sind, also uns. Wir sorgen dafür, dass die Schürfe ungestört Erz abbauen können und halten den Magiern den Rücken frei. Die Magier kümmern sich darum, dass wir hier rauskommen. Und einen kleinen Teil des Erzes bekommen wir als Sold. Kann ich hier irgendwo pennen, ohne dass ich vorher jemand aus einer Hütte prügeln muss? Ich fürchte nicht. Aber wenn du das wirklich vorhast, geh zu Shrite. Er hat sich die Hütte ganz vorne am Höhleneingang geschnappt. Sie stand leer. Aber eigentlich gehörte sie uns. Uns? Den Söldnern eben. Söldner und Banditen leben hier getrennt. Und normalerweise hat keiner aus Laris Bande was auf dieser Seite des großen Loches zu suchen. Im Grunde ist es völlig egal. Aber er hat niemanden gefragt. Und man kann den Banditen nicht alles durchgehen lassen, sonst werden sie aufmüpfig. So sieht's mal aus. Was muss ich tun, um im neuen Lager aufgenommen zu werden? Bevor dich Lee aufnimmt, musst du lernen, besser zu kämpfen. Egal mit welcher Waffe, aber du musst gut sein. Außerdem musst du viel Erfahrung haben mit dem Leben hier und allem. Wenn du keine Lust hast, in die anderen Lager zu gehen, solltest du dich den Banditen anschließen, bevor du als Söldner anfängst. Bis später. Bis später, Gorn. So, Shrike, sagt er, ja? Dann würde ich sagen, wenn wir mal ganz kurz Shrike mal in der vollen Nase hauen. Jetzt Kötix, gut soweit. Du kannst ja selber fragen. Ich glaube, du bist auch in unserem Discord-Channel drin, richtig? Da kannst du ihn ja gerne mal fragen. Übrigens, eine kleine Ankündigung, wer meinen Discord-Text nicht gelesen hat, wo wir gerade von Kötix reden, ja. Vor einigen Tagen wurde mein EA Origin-Account gehackt. Den habe ich jetzt zum Glück wiederbekommen. Mit Hilfe von Kötix und meiner Wenigkeit. Kötix hat mir da sehr geholfen, weil mein Englisch jetzt nicht gerade das Beste ist und grammatikalisch im Schreiben einfach mal Kötix viel besser ist als ich im Englischen. Ja, er hat den Support angeschrieben, ich habe meine persönlichen Daten gegeben und so konnte mir mein Account wieder einigermaßen retten. Wobei ich sagen muss, der Mitarbeiter aus den USA von EA, Hut ab an den, der hat echt übelst, aber wirklich übelst Geduld gehabt, ne? Holy shit. Aber ich habe meinen Account wieder... Und doppelt dreifach gesichert, dass sie mehr irgendwie gehackt werden kann oder so. Super. Insofern kann es nach Gothic eventuell wieder zu Dead Space kommen. Oder zu dem, ja. So, erstmal Shrike. Wie sieht's aus? Verpiss dich! Oh, das will ich nicht hören, mein Freund. Bleib mal stehen hier. Zack, zack. Der Kampf ist entschieden. War knapp, du. So, da brauchst du halt nicht mehr, wa? So, auf das Ding erstmal eine Runde pennen. So, meine hey, Hütte. Du.
Was? Willst du mir... Droht er mich schon wieder? Dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Was reizt mir, Junge? Stück Scheiße hier. Langweiliger Kampf. Geh mal rin hier. Ja, aber speichern wir. Gute Idee, ich weiß nicht. War das etwas radikal? Ich glaube schon. Hat sie jemanden gestört? Nee, Jungs, war? Alles sauber? Muss ich mit mir anlegen oder so? Ey, da fliegt zwar Hammer. Lol. Ich denke mal, das war legit. Das ist meine Hütte offiziell. Dann kann ich ja jetzt speichern, wa? War Shrike nochmal wichtig irgendwann mal? War doch klar, dass das. Ich glaub nicht. Sabi, fragen Sie, bevor ich ihn absteche. Früher wäre das. Oh ja. Du bist aus dem Lager der Sekte, richtig? Wir nennen es die Bruderschaft. Ich bin Baal Kagan. Der Schläfer sei mit dir. Was machst du hier? Ursprünglich bin ich hierhin entsandt worden, um für unsere Gemeinschaft zu werben. Aber diese Barbaren wollen nichts wissen von geistiger Erleuchtung. So beschränke ich mich auf den Verkauf von Sumpfkraut. Dies wiederum wird hier sehr gerne gesehen. Zu gerne. Ich kann allein kaum meine Kunden beliefern. Wenn er ein Baal ist, mal ganz ehrlich, warum trägt er eine Robe von Novizen? Das macht keinen Sinn. Warum schicken Sie nicht einen weiteren Mann? Baal Isidro sollte mich unterstützen, aber er sitzt den ganzen Tag in der Kneipe auf dem See und tauscht sein Kraut gegen Reisschnaps ein. Er ist dem Schnaps verfallen. Nein. Ich fürchte, von ihm ist keine Hilfe zu erwarten. Oha. Oha. Nicht den Schnaps. Nicht dem Schnapsgott. Oh Gott. Der wahre Dämon. Ich könnte dir helfen, dein Kraut unter die Leute zu bringen. Eine so große Menge Kraut kann ich dir nur anvertrauen, wenn du ein Mitglied der Bruderschaft bist. Aber du könntest mir helfen, Geschenke zu verteilen. Es sind noch nicht alle hier auf den Geschmack gekommen. Wenn sie erst einmal unser Kraut gekostet haben, werden sie mehr verlangen. Und ich kann mehr verkaufen. Ich denke, du schaffst es jetzt schon kaum, deine Aufgabe zu erfüllen. Für Baal Isidro wird bald gesorgt. Ich habe schon eine Nachricht an Koa Kalom geschickt. Wenn ich das Kraut für dich verteile, was ist für mich drin? Ich kann dich auf viele Arten entlohnen. Du kannst von mir magische Spruchrollen erhalten, die mit mächtiger Magie des Schläfers belegt sind. Ich kann dir aber auch helfen, leichter in unserer Gemeinschaft aufgenommen zu werden, wenn du das wünschst. Ich habe sehr gute Kontakte zu Koa Kalom und Baal Thyon. Beide stehen Iberion, unserem Meister, sehr nahe. Ich kann dich aber auch mit schnödem Erz bezahlen, wenn das dein Wunsch ist. 100 Brocken sollten für deine Mühe genügen. Ich glaube, ich würde mich eher für das schnöde Erz entscheiden. Okay, gib her das Kraut. An wen soll ich es verteilen? Du findest sicher leicht Abnehmer. Rede mit den Leuten. Aber gib jedem nur einen Stängel. Noch was. Wenn du dir das Kraut abnehmen lässt oder es selber rauchst, gilt unsere Abmachung nicht mehr. Sicher. Zeig mir deine Waren. Wie du wünschst. Nur Kraut. Der hat nicht mal Erz. Eieiei. Gut, Bandit, hier. Hier, willst du ein bisschen Sumpfkraut, mein Freund? Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Na klar. Wenn wir jetzt mal ein bisschen verticken gehen für den Bruder. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz. Wenn du mal wieder was loswerden willst. Warum klingt ihr alle gleich? Wo willst du denn hin? Wo geht's hier denn hin? Zu Laris. Ich will zu Laris. Ich will zu Laris. Kann mir kaum vorstellen, dass er mit dir redet. Das kannst du getrost mir überlassen. Na. Ich werde dich nicht aufhalten. Sumpfkraut? Achso. Du? Okay, die wollen nicht. Was mit ihr hier? Willst du auch noch was, oder? Mehr hier. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Jo, Brudi. Sharky. Hey, wie sieht's aus? Willst du was kaufen? Du bist so Junkie.
Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Der hat nur Scheiße. Die Tränke sind wiederum interessant, aber ach, scheiß drauf. Brauche ich jetzt nicht. So. Hier unten sind auch noch was, ein paar Typen. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Aber war das eigentlich mit der Stachelkeule? Ist die besser als meine? Warte mal. 25 nur. Nee, das ist meine besser. Psst. Hey, du. Wer? Ich? Genau du. Komm mal her. Okay. Was willst du? Was willst du von mir? Du bist noch nicht lange hier, was? Sowas sehe ich direkt. Es gibt eine Menge Sachen, die du hier wissen musst. Einige davon kann ich dir beibringen. Außerdem musst du hier aufpassen, mit wem du redest. Butch zum Beispiel. Der Typ da drüben am Lagerfeuer. Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Was ist mit Butch? Er hat die fiese Angewohnheit, Neuen zur Begrüßung das Fell über die Ohren zu ziehen. Also geh ihm am besten aus dem Weg. Ja, ich lasse... Ja. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Scheißen, Schlösserknacken. Nee, Schlösserknacken mache ich bei Fingers. Allein schon für die Erfahrungspunkte dafür. Vielleicht habe ich noch einen Fischbrecher mehr. Obwohl ich glaube ich schon genug habe. So, Butch. Hi, wer bist du? Das geht dich einen Dreck an. Deine Fresse gefällt mir nicht. Weg mit der Waffe, weg damit! Dein Glück, aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Junge! Hör auf zu saufen! Junge, geht doch. Früher wäre das ganz anders. Das ist wirklich der will nur kiffen und saufen und fressen, also, naja. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier, wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Ich dachte, der ist aggressiv und greift uns an. Ist der verbuggt? Ja, scheint wohl so. Egal. Das passiert mir nicht nochmal. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm. Ja, ich will mal die Gespräche jetzt alle skippen hier um das Sumpfkrautgetue. Du. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das ist wirklich nicht mein Problem. Achso, ich hab schon. Achso! Ich hab grad mit denen geredet, lol. Dass man immer auf die Animation abwarten muss, bis sie zu Ende gemacht haben, was sie gerade tun. Du siehst aus, als wenn du etwas... Hast du ganz hier? Gut, haben wir auch erledigt. Aber Wals für dich. Muss nicht gleich jeder... Wolf, der hat doch Waffen verkauft, oder? Und Rüstung und so ein Kram, oder? Wo kann ich denn hier einen Bogen bekommen? Da bist du bei mir genau richtig. Für gutes Erz bekommst du gute Ware. Genau, ist ja der Bogen, Heidi. Wer bist du? Ich bin Wolf, der Rüstungsbauer. Ich bin Wolf. Ich halte mich da wieder raus. Ich möchte den richtigen Umgang mit dem Bogen lernen. Kann ich dir beibringen. Das ist aber keine Gefälligkeit, denn auch ich muss essen. Wie viel? Alles, was ich dir beibringe, kostet dich 50 Erz. Ich feilsche nicht. Ja, das werde ich aber nicht machen. Ich suche eine bessere Rüstung. Ich kann dir keine verkaufen. Laris reißt mir den Kopf ab, wenn ich unsere Rüstungen an Fremde verkaufe. Ich höre nicht mehr auf das Gefahrsein. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Gut, ja, so ein Dierich ist ja nicht verkehrt, ne, kann er mal haben. Aber besser die drei Tränke hier auch noch, komm. Das ist nun wirklich nicht mein Problem. So, wir müssen aufrunden mit Erz. Zack, haben wir. So, darum geht's mir mal gerade gar nicht. Ich muss heute das Kauf verticken. Wollt ihr Söldner vielleicht auch Kraut? Ich hab Sumpfkraut dabei. Warum nicht? Frag mal.
Okay. Wahrscheinlich hast du recht. Willst du... Gib her, wenn du wieder... Man muss eben aufpassen, was man rum erzählt. Ja, kann schon sein. Ah, ich glaube, Gorm möchte keinen Sumpfkraut. Ich habe Sumpfkraut. Ich will erst das Kraut sehen. Achso, ich habe nichts mehr. Okay, gut, aber ja, ist fertig mit den 10 Geschenkproben. Da kann ich wieder zurückgehen und, ja, meine Mission aktualisieren lassen. So, hier, Parkrang. Ich habe das Kraut verteilt. Die ersten neuen Kunden waren schon bei mir. Du hast gute Arbeit geleistet. Das ging schnell. Wie soll deine Belohnung aussehen? Oh, wir nehmen Erz. Ja, obwohl Spruchrollen wären vielleicht für eine Maria interessanter. Ach, komm, ich nehme das Erz. Ich nehme die 100 Erz. Wie du willst. Hier. Pff, voll ne Piss. So, das wäre dann auch erledigt. Wir haben jetzt die erste kleine Rüstung. Wir haben jetzt die Typen das Kraut verteilt. Wir haben jetzt hier mit allen Wichtigen eigentlich gesprochen. Darum komme ich eh noch nicht ran. Zu den Magiern brauche ich eigentlich gar nicht rangehen. Gab es nicht hier auch noch jemanden, der wie wichtig war? Torloff oder wie der heißt? Ja, da. Wer bist du? Ich bin Torloff. Hab als Maat auf einem der königlichen Kriegsschiffe bei einer Meuterei mitgemacht. Kam nicht so gut an. Der größte Teil der Mannschaft war auf der Seite des Captains. Seitdem bin ich hier. Ich grüße dich, Mumm. Der Tote, der darum liegt, ist, derjenige, der meine Hütte nicht freimachen wollte. Da habe ich ihn gemeuchelt da drin. Und zwar müsste das Scheik oder Scheifer wieder heißt sein. Ja. Ja, ich gekocht und gegessen. Ja, er wollte für mich Platz machen. Ich habe ihn darum gebeten, die Hütte frei zu machen. Er wollte das nicht. Daraufhin habe ich mich dann hingelegt und mich hier pennen gelegt. Er wollte immer noch mich rausschmeißen, obwohl ich ihn längst im Kampf besiegt habe. Daraufhin habe ich ihn umgehauen und dann hier drin abgestochen. Hat bisher hier keinen gestört und da fliegen zwei Hammer rum. So. Jetzt würde ich meinen, sind wir ja eigentlich fertig. Achso, hier, Chikes Hütte. Warte mal. Muss ich mit Gorn nochmal darüber reden, oder wie ist die Sache jetzt so? Bis später. Och nee, wa? Ah, ich hab die Mission verbuggt, verdammt. Ja, ich hab die Mission verbuggt. Das Ding ist, ich hätte Scheit, nachdem ich ihn umgehauen habe, nochmal vorher sprechen müssen, bevor ich ihn abschlitze. Haben wir nie getan. Jetzt ist die Mission offen. Aber wie viele Erfahrungspunkte sind das? Die paar, ich meine. Locker am Damm. Okay. Ich würde trotzdem sagen, wir sind erstmal fertig mit dem Lara. Scheiß was drauf. Ja, ich weiß, Mumm. Aber es ist nun mal so. Er wollte es so. Manche Banditen müssen irgendwie getötet werden. Ist halt so. So, jetzt quatsch mal mit den komischen Balaffen hier, der mir den Rücken auf zudreht. Wow. Ich sagte was, du hast ein Problem. Baal Kagan will dafür sorgen, dass du ersetzt wirst. Was? Beim großen Schläfer. Ich muss das aber Zeug loswerden. Muss nicht gleich jeder wissen. Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Oh Mann, ich muss das Zeug loswerden. Du willst mich doch nicht übers Ohr hauen, oder? Ich gebe dir mein Wort. Gott, wer ist das Zeug? Du müsstest mindestens 400 Erz dafür kriegen, also 200 für jeden. Ich bin die ganze Zeit hier. Wenn du das Erz hast, komm zurück. Weißt du, wer größere Mengen abnimmt? Wenn ich das wüsste, wäre ich selber losgegangen. Jetzt, wo ich das Zeug los bin, fühle ich mich schon viel besser. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Warte mal. Ich habe das Kraut verkauft. Meine 200? Hier sind sie. Gut, jetzt kann mich Baal Kagan mal. War eine gute Idee, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, ja, ihr müsst mal wissen, ne? Das Schlimme ist, jetzt habe ich diesen alten Arsch abgestochen in der Hütte und kann die Quest nicht verwenden, ne? Lächerlich.
Ah, ist egal, Betrieb offen. Was soll mich halt stören, ganz ehrlich. Wird eh kein 100% runnen, von daher. So, jetzt haben wir schon mal ordentlich Erfahrungspunkte gemacht. Wir sind wieder kurz vom Level ab. Ich nehme mal an, bevor wir Schatten werden, werden wir bestimmt nochmal ein Level aufsteigen. Jetzt gehen wir zurück zum neuen Lager. Werden mal mit Fingers reden, um Schlösser knacken zu lernen. Dann habe ich die Stimme schon mal sicher. Eine weitere. Dann könnte ich eigentlich schon die Prüfung des Vertrauens machen und könnte dann schon langsam Schatten werden, würde ich meinen. Erstmal ab. Achso, mit Torus muss ich auch noch reden, ne? Dass ich seinen Mordak da aus dem Weg gezogen habe. So, die 5 geschenkte. Och nee. War nicht zuletzt gespeichert? Ja. Ach ja, Gossig. Da ist es wieder. Hatten wir schon lange nicht mehr, ne? War nicht besonders scharf. Aber bald für dich. Muss nicht gleich jeder. Habe ich da schon als Schalk abgestochen? Wartet mal. Gibt's noch ein Spiel, wo ich noch nicht abgestochen hatte? Da! Ja, dann mach ich's ab hier an, ne? Wie sieht's aus? Verpiss dich! Mal einer von Latz. Was zur... Was ist mit dem Game los? Ist ja alles gerade am Arsch. An die wird sich lieben, um... Ich spiel's einfach nur gerade übelst im Arsch. Langweiliger Kampf. Der hat gesessen. Der hat gesessen. So, stehen wir auf hier. Aber jetzt ist ja langsam. Ja, zumindest kann ich jetzt die Quest wiederholen, ne? Beziehungsweise jetzt auch richtig beenden und nicht hier, dass er irgendwie abgestochen an Dota meiner Wohnung liegt, ne? Also Shrike. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Willst du dich nochmal... Mach, dass du wegkommst. Wir sprechen uns noch. Machen wir. Okay, meine Truhe ist natürlich nichts, leider. So, nochmal eine Nacht drüber schlafen, das ganze Thema. Oh, jetzt darf ich ja wieder das ganze Kraut verteilen, ne? Oh, schöner Absturz, ey. Vielen Dank dafür, Gossig. Immer dieselbe Leier. Geh zur Seite! Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Shrike hat sich eine andere Hütte gesucht. Gut. Gerade noch hat mich Tarloff darauf angesprochen, dass er dem Burschen das Fell über die Ohren ziehen wollte. Bis später. So, immer wieder das Thema erledigt. Ich speichere mal ab. Ich hab da lieber raus. Ich hab da meine Erfahrungen und. Ja, ich hab mich da lieber raus. Ich hab da so meine Erfahrung. Kann schon sein. So, Paul Kragen, komm her hier. Ja, es gibt das Gespräch. Das haben wir schon alles erledigt, deswegen. Naja, komm mal schnell durchlauf hier.
So. Tränke nie verkehrt. Wir brauchen. Psst. Wer? Genau. Manche lernen eben gar nichts dazu. So. Jetzt können wir dir was andrehen hier. Ich. Erstmal abwarten. Wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht. Hi, wer bist du? Es geht dich einen Dreck an. War nicht besonders schlau. Der will sich gar nicht mehr anlegen, wa? Irgendwie. Nö, irgendwie will er sich mir nicht anlegen, keine Ahnung. Ich hab's auch so auf dem Schirm, dass er sofort auf einen losgeht, denn. Aber irgendwie will er nicht. Vorhin schon nicht. Klar, verlass dich auf jemanden. Naja, was soll's. Egal. Lass uns lieber über. Dann ist es halt so. Immer wieder dieselbe Leier. Lass uns lieber über was anderes reden. Ich glaube kaum, dass ich daran was kenne. So, Wolf, komm mal her. Quatsch wird viel. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Quatsch wird viel. Alles. So, jetzt vertickt man den Rest noch ein bisschen an den Söldnern. Wenn du meinst? Ich, warum? Frank! An der Geschichte muss ja doch wohl was dran sein. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Wenn du meinst. Zum Beispiel gerade gemeint, dass mit Shrike töten und die Quest, sag ich mal, verbuggen. Hätte ich ja nicht viel Nachteile gehabt, wegen Erfahrungspunkten. Ich glaube, über 500 Erfahrungspunkte bekommen wir echt eine Menge von Anfang. Also eigentlich war es doch schon sehr praktisch, dass wir nochmal einen gesprochen haben. Also fertig mit dem Mist. So, dann rennen wir nochmal zurück zu Baal-Kragen. Oder Baal-Krage? Kraken? Nee, Baal-Kagan. So. Ich hab den Kuh mit Kraut verteilt hier. Ich habe das Kraut verteilt. Die erst wie? Ich nehm Erz. Wie du. Ja, schon. Wie gesagt, ich hab's jetzt diesmal besser gemacht. So, kurz mal saven hier nochmal, vor Leute. Bevor ich abstürzen sollte. Am besten auf dem zweiten Spielchen auch nochmal rüber saven. So. Noch mal kurz labern. Jetzt sind wir wieder auf demselben Level. Kannst gleich stehen bleiben, ich hab das Erz. Ich meine, hier sind's. Ja gut, wurscht. Wir werden jetzt erstmal wieder zurück zum neuen Lager gehen, wie gesagt. So, jetzt bist du erstmal mit allem fertig, was wir machen können. Klar, ich könnte so ein paar Quests mehr machen. Ich könnte jetzt versuchen, zu Laris reinzukommen, noch so ein bisschen anzulabern. Könnte die Prüfung des Vertrauens nicht bei Diego machen, sondern könnte das bei Laris machen und könnte da auch noch ein paar extra EP abholen. Aber ich würde sagen, wir haben mehr als genug Erfahrungspunkte. Guck mal, ich meine, noch 500, knapp 500 Erfahrungspunkte noch, dann sind wir hier schon so weit. Dann sind wir bereits wieder Level up und insofern, ich denke, das reicht langsam. Also wünsche ich auf dem Stärkeniveau eines Schatten oder eines leichten Gardisten, würde ich meinen, jedenfalls vom Stärkelevel her. Wäre das Gun. Wahrscheinlich hast du recht. Wenn ich sie auf Stärke leveln würde. Ne? Insofern sind wir schon ziemlich gut bestückt, sage ich mal, von Anfang. War ja auch im Sumpf fleißig. Der muss reichen. Freunde, das Schöne ist, theoretisch kannst du erstmal jedem Bandit auf die Fresse hauen, wenn du ankommst. Ich meine, es würde keinem stören und du würdest übelst Erfahrungspunkte nochmal farmen können. Aber, naja. Teamübung mache ich mir jetzt nicht. Das Einzige, was ich schon wegkloppen möchte, sind hinten die Blutfliegen und dann ist der Thema auch erledigt. Dem Dunn-Lurker, glaube ich, könnte ich jetzt auch noch nicht besiegen, dafür bin ich auch noch zu schwach. Der wäre doch schon stärker als ein normaler Lurker. Und ich glaube, ich würde noch nicht mal einen normalen Lurker schaffen, von daher.
Pack mal einen Speil dich. Da habe ich wohl den Hals zu voll genommen, da wollte ich gerade zu viel auf einmal. Ich dachte, ich würde es noch schaffen, verdammt. Na, ja, soll's. Ich sollte mir angewöhnen, echt öfter mal zu speichern, gerade für so eine Stunts. Das würde eine Menge Zeit und eine Menge Rennerei sparen. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Ich auch nicht. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Nee, immer noch nicht. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Naja, ich habe da so meine Erfahrungen gemacht. Ich liebe diese Random-Gespräche mit der Rund. War doch klar, lass uns lieber über was anderes reden. Ich habe das an meiner Erfahrung gemacht. Da, eine verirrte Blutfliege, komm her. Was habe ich gerade nochmal gesagt mit Speichern vorher? Sie war doch alleine gerade eben noch. Warum gucken wir alle an? Nein. Diesmal nicht. Das sehe ich mal überhaupt nicht ein. Meine Güte. Das hätte ja was werden können, ne? So, kommt dran hier auf den Meter. Diesmal aber. Dass die auch sofort Argo sind und nicht erst so rumsurren, bevor sie angreifen. Die sind sofort Argo gleich, ne? So. Ah, jetzt müssen wir wirklich kurz mit Level auf sein, oder? Nice. So, futter mal ein paar Fleischkeulen drin hier. Jetzt ist da vorne so ein Varan. Oder zwei Varane. Ob wir die platt machen können, weiß ich nicht, aber zumindest können wir die Scavenger-Leiten holen. Das müssen wir hinkriegen. Und Level up! Jawoll! Oh, es ist schön, wieder endlos viel tragen zu können, ne? Wenn ich zu Witcher 3 spiele, war, wenn ich dran denke, immer auf die Gewichtsbegrenzung achten und bla bla. Endlich mal ein Rollenspiel, wo ich wieder tragen kann, was ich möchte und wie viel ich davon möchte. Das ist so geil. Einer Langeweile. Weißt du, bei diesen Schnellkochtopf, Bratpfannen etc. bp, geht's doch easy bei Gothic, ne? So ein Minutenstick, weißt du? In dem Fall ein Sekundenstick. Einfach kurz bei der Flamme gehalten und dann zack, verlierst du das Fleisch. Na, ich versuche mich mal in so einem Varan. Möglichst nur einen, nicht beide. Gucken, ob das klappt. Ah! Hab jetzt eine bessere Rüstung und zeitgleich ein bisschen mehr Schaden mit dem coolen Ding. Ah! Ja, obwohl, no rust, no fun, komm. Rein, die olle Echse. Easy. Aber geht doch. Warum nicht gleich so? 50 Lernpunkte, Leute. 50 Lernpunkte. Das ist übelst viel. Das Schöne ist, alles, was wir abmurksen, spawnen später im nächsten Kapitel nach. Gucken wir nochmal, so viel abgrasen.
Ja, ich habe einen mega guten Run gerade. Ey, ganz ehrlich, wenn wir schon Warane platt machen können, können wir auch da hinten die Lurker platt machen. In die Höhle hier hinten will ich auch nicht reingehen mit den ganzen Banditen. Aber mit diesem... Ja... Drogenpunchern, sag ich mal, die ich ausschalten muss vom Sektenlager aus. Das mache ich nicht. Die sind mir momentan noch zu schwer. Aber so ein Lurker müsste aber schon drin sein, oder? Runde saven und komm ran auf den Meter. Was zur Hölle? Oh, Feuer, oh wei. Oh, was ist denn aus der Aufgabe hier? Parier doch. Wie soll ich bei dem Lurker parieren? Das geht gar nicht. Kannst du nur bei Menschen. Ach so, das war nämlich dieses eine Zitat aus Gothic 2, wenn du irgendwie gekämpft hast. War mit einem anderen Typen, hat auch immer dazwischen gebrüllt. Parier doch! Oder? Ich glaube, ich war so. Oh, war ja. Was tun da oben? Ah, also doch. Wollte gerade sagen, das Zitat kenne ich doch irgendwo. Ja, parier doch. Naja. Dazwischen die Brille. Siehst du, hat sich der Bogen auch mal bewährt, ne? Den werden wir zwar nicht lange mehr tragen, aber naja, soll's. Man hat erstmal was, wa? Oh, ein paar Blutfliegen, die wir wegklatschen können. Oh, er war schon noch ein paar Erfahrungspunkte. Nice. Ne, die Blutfliegen kommen dann ja trotzdem hoch. Obwohl es auch eher buggy ist bei den Blutfliegen. Die bewegen sich so ganz komisch. Ei, 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 oh, lo, 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 lo. Oh. Mann, nicht so stürmisch mal, Leute. Jeder nach dem anderen hier. Ist hier noch für alle da. Oh, Mann. Die wollten es ja gerade wissen, die Jungs. Wie eine Clique stürmt auf ihn zu, ey. Ja, nein. Gott. Gibt's ja auch mal einen Gegner, wo ich nicht sofort einen Hit abkriegen muss, also. Ist ja nicht so. Und ein paar Scavenger, die können wir uns ohne wegsnacken. Gibt's noch ein großes Heilkräuterli. Geil. Alle mitnehmen. Alles, was hier nagelfest ist. Auch die schönen Erfahrungspunkte der Fleisch. Da wollten diese friedlichen Lebewesen einfach nur ruhig Gras fressen und ich komme. Kommt irgend so ein wild gewordener Psycho und knallt dir erstmal einen Knüppel auf den Kopf und zieht sich zwei kleine Fleischkeulen aus dem Vieh. Da sieht man wieder mal. Der wahre Mensch ist. Das wahre Monster ist halt der Mensch, ne? Vorne ist ein Beißer. Ach, hier sind wir jetzt. Okay, da vorne ist die Katakombe später mit Lester. Ja, ja. Eigentlich mit Lester, ich glaube mit Milton. Ne, da müssen wir noch gar nicht lang. Ein Beißer kriegen wir auch nicht platt. Können wir zurückgehen. Stimmt, ich bin ja hier halb im Ork-Gebiet drin, wa? Glaube ich. Sind ich da vorne noch Waage oder so ein Scheiß? Ja, mit Wölfe.
Back doch da irgendwo fest, Mann! Lass mich doch mal in Ruhe! Der Baum! Der Baum! Mein Freund, der Baum ist ein Verräter. Naja, der ist doch in der geschützte Turm. Fuck, Alter. Flammendorn. Eine Beere, die man auch nicht häufig finden wird. Ich schwimme einfach mal nicht so lang. Ja, mag sein, aber ich verbringe mir jetzt gerade nicht viel. Ich weiß nicht, ob das, was ich hier gerade tue, okay ist, aber ja, komm. Ne? Kann ich da mal vorbei? Ja, ein Ochs. Warte mal. Da rennt mir einer hinterher. Oh fuck! Jo, von Regen in die Traufe. Was mach ich? Ah, Kunde und da tausende Orks um mich rum. To be continued. Was wird wohl gleich passieren, meine Damen und Herren? Oh, scheiße! Leute, da hinten, helft mir! Da! Hab da! Mach die weg! Verschwinde hier lieber. Hinter dieser Barrikade beginnt das Orkgebiet. Ist das gefährlich? Sagen wir es mal so. Da dich die Orks sowieso in Fetzen reißen werden, kannst du uns auch genauso gut all dein Erz geben. Junge, dreh dich mal um, da daneben steht. Ich glaube nicht, dass ich das will. Dann solltest du besser keinen Schritt mehr weiter tun. Oh, ich bin so tot gleich. Oh, die killen die! Die haben's weggemacht! Tja, da kriegt selbst das Spiel schon Error, ne? Alter Falter. Die haben sie wirklich fertig gemacht. Also die lagen auch immer ganz schön im Dreck. Warum stellt man auch vom Ork-Gebiet zwei Gardisten? Als ob sich die tausende von Orks hinten da irgendwie zurückdrehen lassen von kleinen zwei kleinen Pimpfer, also ganz ehrlich. Ich will doch eigentlich nichts weiter als die ganze Scheiße abkürzen. Ich glaube, wenn ich zurückgerannt wäre und rübergeschwommen wäre, wäre ich wesentlich schneller da gewesen, ne? Ich muss doch das irgendwie abkürzen können. Nein, ich sehe nicht ein, dass ich wieder zurückschwimme. Nein. Will ich nicht. Naja. Und da ich mit der gerade vorher nicht gesprochen habe, hatten die mich gerade belästigt. Dann ist für mich gestorben. Komm, wir machen es nochmal auf diesem Weg. Vielleicht hier so ein bisschen lang glitschen, so ein bisschen hier. So ein bisschen hier, so hier auf diesem machen hier. Geht doch, geht doch. Ja, ich bin quasi von anderer Seite ins Ork-Gebiet gekommen. Und das war... Scheiße, die waren ja auch noch da. Oh, scheiße, der sieht mich. Ah, hau ab.
der runter hier? Ich glaube nicht. Ich muss jetzt auch zugeben, Leute, ich bin jetzt gerade in einem Gebiet drin, wo ich gefühlt gerade mal fünfmal mein Leben war. Ich hab das Gebiet auch noch nie betreten gehabt, weil ich nie einen Grund darin sah. Ich weiß, dass da eine Ork-Templer-Lage war mit Schaltern, die man bedienen kann, die aber nie wirklich Einfluss aufs Game hatten. Ich nehme an, dass die Entwickler da eventuell versucht haben, was zu bauen, die Quest zu machen. Auch diese Höhle hier. Das ist einfach eine Höhle mit nichts, so, ne? Das ist ein ungenutzter Raum. Ich nehme an, dass die Spieler da geplant hatten, was zu machen. Haben die Welt aber so gelassen und haben nichts groß weiter verändert. Ja. Jetzt links schreibst du. Ja, das Ding ist halt. Jetzt buggen die auch da so rum, ne? Aber kann ich da nicht. Meinst du das links hier? Dass ich einfach versuche, mich hochzubuggen hier so ein bisschen? Warte mal. Ach, den Turm da meinst du? Ja, können wir auch mal schnell schuppen. Mal schnell gucken. Ich weiß gar nicht, was in diesem Turm drin war. Ich glaube, da war nichts Besonderes, oder? Ich glaube, da war doch eine Zeile von diesem wichtigen Spiel gewesen, oder? Diesem Spitzeljagdspiel. Ich werde jetzt Feuerpfeil. Feuerpfeil ist nicht verkehrt. Ich glaube, ich Maria werden möchte. Auf dem Dach vom Turm. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, es war diese Zeile, die eine Quest aktiviert, für diese Schnitzeljagd. Da musst du bestimmte Gebiete abklappern. Und da kannst du, da dann machen. Ich muss zugeben, ich habe das noch nie gemacht, diese Quest. Ah! Ich wette, man kommt eigentlich auch anders hoch, ne? Ja, ja, ich weiß, es ist diese... Ich weiß, was ich meine für eine Quest. Ich habe diese Quest aber noch nie gemacht, aber ich kenne diese Quest durch Let's Plays. Das war eine Quest, die ich selber nie entdeckt hatte. Und durch Zufall mal bei dem anderen Let's Player gesehen habe. Und dafür mir dann so ein, was? Es gibt richtige Schnitzeljagd-Quests, ist ja krass. Da kommst du einfach nicht hoch, ne? Da kommst du einfach so auf normalen Wege nicht hoch. Ich muss versuchen, von dem Berg da hochzukommen, schätze ich mal. Nein! Alter. Diese Jump'n'Run-Mechanics, ne? Alter, ohne Scheiß. Oh Gott. Gut, das haben wir jetzt endlich. Was ist denn da oben drauf? Na, ist recht bumm. Aber wie komme ich jetzt da oben drauf? Wäre der Akrobatechnik nicht unpraktisch gerade? Das geht gar nicht. Das würde nie gehen, Leute. Aber nachher kommt man noch gar nicht. Was brauche ich für Telekinese, um das runterzuholen, was da oben liegt?
Ich weiß, dass diesen Turm oben was drauf ist, definitiv, aber ich weiß nicht mehr genau wie oder wofür. Ah, Spookspot. Super. Gut, danke Animo für den Tipp. Was hätte ich die Stunde lang versucht, da hochzukommen? Für nichts. Ja gut, der Chest drauf. Oh, mal gucken, ob Cover noch neue Sachen hat. Ach nee, der kriegt ja immer erst neue Sachen im neuen Kapitel. Insofern, ist aber noch pleite, der Junge. So, ich glaube, mittlerweile ist es egal, wie wir lang laufen, ob wir rechts oder links lang laufen. Ah, okay. Aber ich glaube, ich werde diese Schützenjagd-Quest gar nicht machen. Weil ich glaube, es war auch nicht so belohnt, was dabei war. So, Torus, ich habe dein Schätzchen aus dem Verkehr gezogen. Der Typ wird sich hier nie wieder blicken lassen. Lieber wäre mir gewesen, du hättest ihn umgelegt. Manche lernen eben gar nichts dazu. Das ist wirklich nicht mein Problem. Hauptsache, jammern kann er, ne? So, wenn wir jetzt mal ganz kurz nochmal mit Fingers reden. Och nee! Kommt der Schüler her. Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hin willst? Suchst du ein stilles Plätzchen, wo wir ein bisschen reden können und so? Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Kommt drauf an. Wenn du zeigst, dass du als Dieb was gelernt hast, könnten wir dich schon brauchen. Wie soll ich das machen? Lerne ein Diebestalent. Werde geschickter im Schleichen, im Taschendiebstahl oder im Öffnen von Schlössern. Dann werde ich dir meine Stimme geben. Es gibt mittlerweile einen Matt. Ja, oh Mann. Plus qua, ey. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Okay. Schlösser öffnen. Wie werde ich das besser im Knacken von Schlössern? Wissen, Ist für den Anfang nicht so schwer. Wissen, wa? Sag ich dir du aber musst nicht. Vor allem darauf achten, dass dir dein Dietrich nicht abbricht. Wenn du in Zukunft mit weniger Gewalt an die Sache rangehst, wirst du merken, dass du weniger Dietriche verbrauchst. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Du hast was gelernt, was dich wertvoll für uns macht. Geschickte Diebe können wir hier im Lager brauchen. Meine Stimme ist dir sicher. Vielen Dank, Fingers. Hast du eigentlich kein... Halt den Sabbel. Schmeiß dich vom Schläfertempel, Junge. So. Das wäre dann auch erledigt. Jetzt können wir mal quatschen, wie unser Ansehen im Lager ist. Das passiert mir nicht nochmal. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skelty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal, er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Du hast genug Leute gefunden, die für dich sprechen. Aber die Prüfung des Vertrauens liegt noch vor dir. Es gibt noch einen.
Es gibt noch eine alte Rechnung, die ich noch offen habe. Ihr könnt ja gerne mal im Chat raten, welche ich noch offen habe. Kann es sein, dass du im Kreis läufst? Ich meine, ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Kannst du einfach mal die Kreisfresse halten? Psst, das ist vorbei. Nimm schön lecker Fleischwanzen-Ragout. Erstickt dran. War doch klar, dass das... So. Aber halt. Das ist nur wirklich nicht mein Problem. Steckt euch doch beim Trainieren gleich die Klinge in den Nacken. Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Folge mir. Willst du mich angreifen? Kluges Köpfchen. So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Gequatscht. Willst du? Hey! Mal sehen, was die so drauf haben. Aber, Karin, du stehst im Weg! Ja, weiter, weiter! Ja, weiter, weiter! Ja, weiter, weiter! Der Kampf ist entschieden. Gleich mein Leben und da steht Matt, der mich immer in Feuer hätte labern können. Mann, Matt, ich bin stolz, dass du mal die Fresse gehalten hast. So, das war die alte Rechnung, die ich offen hatte noch. Der Endspruch hat aber noch gefehlt. Sketti. Das wird dir noch leid tun. Komm schon, ich will vorbei. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf. Aber jetzt ist gut. Ich halte mich da lieber raus. Mund wackelt so. Vor Angst. Den speichere ich so letztes Mal ab, ganz ehrlich. So, Sketti. Das macht richtig Spaß mit dir. Schön, dass du mich mitnimmst. Das können wir öfter mal machen. Und heute ist ja auch noch viel Zeit. An der Geschichte muss doch wohl... Ich habe gegen Kirgo gekämpft. Und du hast ihn geschafft. Nicht schlecht für einen Anfänger wie dich. Ich bin beeindruckt. So, damit sind wir eigentlich gut bestückt. First try nicht ganz, Mumm. Ich habe vorgestern schon versucht, gegen Kirgo zu kämpfen und war da schon, ne? Leider hat er mich da sehr, sehr hart vernichtet mit einem One-Hit. Jetzt mit der Rüstung und der besseren Waffe geht das schon einigermaßen. Oh, jetzt werde ich nochmal mit Diego reden. Ich werde mal das ganze Ding skippen. Flyer, Fingersack, du hast es tat, Torosack, du hast genug Leute, aber die Prüfung... Ja gut, mach's gut. Ich hätte schon vorher genug gehabt, von daher ist es egal. So, dann werden wir mal ganz kurz hier mal eine Runde pennen gehen und dann werden wir die Prüfung des Vertrauens machen, Leute. Halt, das ist eine Schüssel und ein Becher hier im Borg, oder? Ganz wichtig. Tja, weil ich einfach zu ehrlich bin, Mumm. Ich weiß, ehrlich währt nicht am längsten, ich weiß. Ich mach's trotzdem. Früher wäre das ganz anders gelaufen. So, ab zur alten Mine. Die olle Hermine. Halt! Es gibt noch eins, das ich erledigen könnte, aber ich glaube, ich bin dafür zu schwach. Da war noch was. Ich habe noch was zu erledigen im neuen alten Lager. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Ach, ich glaube, ich bin zu schwach für die, oder? Ich weiß nicht. Und zwar du hier, Olle Grimm. Ich will mir eine ekelhafte Falle stellen hier, weil ich keinen Schutzgeld bezahle. Ich bin bereit, mit dir zu gehen. Lass uns das Amulett holen. Gut, dann wollen wir mal. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Kennst du die geheime Höhle im Fluss? Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Oha, jetzt wird's interessant.
Ich meine, gegen Buddler wegklauen, wegkloppen ist doch kein Problem. Aber sind drei von der Sorte, das könnte schon ein bisschen bitter ins Auge gehen. Mal gucken. So. Hier sind wir. Schön weit weg von deinem Freund Diego. Ich soll dir schöne Grüße von Bloodwin bestellen. Der miese Hund. Bleib stehen, du Lump! Meine 20 Erfahrungspunkte, die gerade verschwinden wollten, ich glaub's ja. Boah, ich nehme jetzt den Dank erstmal alles weg, du Vogel. Bleibst du lieb, das weil wird mit dir noch leid tun. Ich habe Loot noch nicht fertig, mein Freund. Oh, ein Kochlöffel, ein Becher, wir nehmen wieder alles mit. Wir nehmen ihn alles weg, einfach aus Prinzip. Ja, ich hab alles schön her, weil die brauchen. So. Ja, mit mir lebt man sich einfach mal nicht an, ne? So, einfach lebt der Lachs. So. Langsam, du hast gewonnen. Ja, ich brauche nicht, weil ich will dich abstechen, aber so bin ich gar nicht. Wie ein netter Mensch, ne? So, jetzt werden wir mal. Genau, jetzt werden wir mal zur alten Mine gehen. Aber erzähl mal bitte, die geheime Höhle im Fluss. War da irgendwas Wichtiges drin? Ich glaube, ich weiß noch, welche Höhle du meintest. Wäre, glaube ich, rechts weiter gewesen. Hochrollen. kann ich ja nicht mal ran gehen. Auf Rotpick oder so. So. Also einzelne Wölfe platt machen können wir ja mittlerweile. Wieder schwarze Borderlands. Mohlratten. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen Spieler starten. Ich glaube, der Renderer spackt ein bisschen rum mit der Grafik, ja. Die ganzen Figuren sehen ganz komisch aus. Hier ist eine Entfernung. So, die Scavenger holen wir uns auch noch schnell. Alles schön, freie Erfahrungspunkte zum Beispiel brauchen. Ach, da vorne sind noch Snapper. Stimmt, die gab's ja auch noch. Ah, ich glaube, die sollten wir ja in Ruhe lassen. Ich starte mal ganz kurz das Spiel, ne? Denn schon wegen dem komischen Grafikbug, der gerade wieder rumwebert hier. Muss ja nicht sein, ne?
So. Warum höre ich Blut fliegen, sehe aber keine? Was ist das für eine Verarsche? Oha! Oh, der Otto latscht hinterher. Voll, die haben auch eine Richie laufen, der ewig wird hinterher, die Old Snapper. Das ist grausam. Oh, eine Waldbeere, Repair. So, da sind wir, Leute. War da oben eigentlich mal was gewesen? Ich bin immer hier mal so lang gelaufen an diesem Turm, aber ich glaube, ich bin noch nie oben drin gewesen. Nee, da ist nicht okay. Hätte ja sein können. Naja, klar. Ich weiß, dass da ganz gerne mal der Renderer auch den Spieß am Schutz bringt. Wenn schon, wenn er neu lädst und so. Das weiß ich, Bom. Die Erfahrung habe ich auch schon machen dürfen. Mein Gott, ist die Ladezeit kurz. Huh. Wahnsinn. Oh, eine Spitzhacke, EPR. Ich habe eine rostige Spitzhacke, ich kann damit den Krieg ziehen. Kannst du mir was über die Mine erzählen? Hier, wo wir uns befinden, das ist der Hauptschacht. Über ein Stegsystem kommst du bis ganz nach unten. Und überall wird Erz geschürft. Doch sei vorsichtig. Hier gibt's auch eine Menge Minecrawler. Ganz unten steht die Schmelze. Einen Teil des Erzes schmelzen wir direkt ein und verarbeiten es. Auf was sollte ich in der Mine achten? Vor allem auf Minecrawler. Das sind gefährliche Biester. Wir mussten wegen ihnen schon einige Höhlen aufgeben. Haben schon so manchen Buddler verspeist. Erzähl mir von den Crawlern. Nom, nom, nom. Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Wenn du ein Bier ausgibst, erzähle ich dir noch was über die Crawler. Hier, trink einen auf mein Wohl. Danke. Also, die Crawler gibt es hier zuhauf in vielen Nebenhöhlen. Hier im Hauptschacht haben sie noch nicht angegriffen. Wenn du ihnen mal begegnest, dann lauf. Oder stell dich mit dem Rücken zur Wand. Dann hast du vielleicht noch eine Chance. Erzähl mir mehr davon. Wenn du mehr wissen willst, dann wende dich an Viper. Er ist der Schmelzer. Oder wende dich an Ian. Er ist der Boss. Er organisiert hier in der Mine alles. Wo kann ich Ian finden? Er steht in der Mitte des Hauptschachtes, beim Warenlager. Ach, noch was. Du kennst doch Torus, hm? Vergiss ihn. Hier drin hat nur einer das Sagen und das ist Ian. Er ist hier der Chef. Legst du dich mit ihm an, legst du dich mit uns allen an. Verstanden? Jawohl. Wir sehen uns. Kann ich... So. Mein Crawler lieben, Buddlerfleisch. Bei dir kann ich... Ich habe alles, was du brauchst. Was ich nicht habe, willst du auch nicht. Boah, das könnte ein Slogan für so eine Marktkette sein. Aber mal just for the lulz. Mana trinke. Davon werden wir, denke ich mal, später mehr als genug brauchen.
Heute Waldpilzsuppe mit Buddlerfleisch. Für die Minecrawler. Ach! Das ist auch lustig. Wie sieht's aus? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Wenn du Aaron dazu kriegst, dass er von der Truhe abhaut, dann gebe ich dir 10 Erz. Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Wisst ihr was, die brauchen ein bisschen Licht. Es ist so duster hier drin. Ah ja. Ian schickt mich. Du sollst sofort zu ihm kommen. Was will er denn? Keine Ahnung. Das wird ihn dir schon selber sagen. Glaubst du, er erzählt mir sowas? Dann werde ich mal zu ihm gehen. Lass mich mal vorbei. Du schuldest mir 10 Erz. Hier, die 10 Erz hast du dir verdient. Ach, noch was. Den Schlüssel für seine Truhe habe ich auch. Für dich nur 30 Erz. Mach mal. Gib mir den Schlüssel. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Ich frage mich, was dein Gewinn an der Sache ist. Ich freue mich immer, wenn ich den Gardisten eins auswischen kann. Und wenn die den Inhalt der Truhe bei mir finden, bin ich dran. Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Na denn? An die Arbeit. Oh, Mietz auch wieder kräftig dabei. Bier haben wir, immer Heilung, ein bisschen Erz, ne? Also haben wir mal enorm Plus gemacht. Schick, ne? Hat sich gelohnt. Das Ding ist, ihn hier könnte ich auch verarschen. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob das was bringt. Denn ich glaube, an die Truhe komme ich so oder so nicht ran. Ich kann mal kurz abspeichern. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, so ehrlich bin. Was ist in dem Lagerschuppen? Das geht dich nichts an. So lange herumstehen macht bestimmt durstig. Und wie? Mann, ich könnte wohl den einen oder anderen Schluck vertragen. Hast du was dabei? Hier, trink einen auf mein Wohl. Danke. Junge, für alles brauchst du hier Bier, ne? Dir will jemand nicht zuhören, gibst ein Bier aus. Willst was handeln, gib ein Bier aus. Gibt's denn jetzt in dem Schuppen was Besonderes? Ein paar Truhen, in denen wir Vorräte lagern. Willst erst Baron allerdings werden, gib ein Bier aus. Verschwunden. Verschwunden? Ich wette, Aleph hat da seine Finger im Spiel. Dem Kerl kann man nicht trauen. Ah ja. Also erst mit Aleph reden. Und das machen wir später. Grimes, du alter Hundelunge. Ein neues Gesicht. Na? Schon mal ernst geschürft, Jungchen? Alter, er klingt so alt, er ist schon ein paar Jahre dabei, ne? Bist du schon lange hier? Ich bin schon seit 10 Jahren hier. Du kannst mir glauben, dass ich schon einiges gesehen und erlebt habe. So manche Gefahr habe ich schon gemeistert und es immer verstanden, am Leben zu bleiben. Damals, als wir noch in der inzwischen verlassenen Mine gearbeitet haben und die Stützbalken eingekracht sind. Aber das sind alte Geschichten. Ja, das sind doch mal wieder Geschichten. Du hast doch bestimmt auch eine Menge Ausbruchspläne mitgekriegt. Hör zu, mein Junge. Ich weiß genau, du willst hier raus. Aber vergiss es. Gewöhn dich direkt daran und vergiss die Gedanken vom Ausbruch. Ich habe die Gesichter der Leute gesehen, die versucht haben, aus der Barriere zu fliehen. Mach nicht denselben Fehler. Die Barriere hält jeden auf. Ich habe nicht vor, die nächsten 10 Jahre meines Lebens hier zu schürfen. Nein, das wirst du nicht. Vielleicht wirst du zu den ganz Großen gehören, wer weiß. Du wirst dich nach oben arbeiten, aber ganz egal, wie weit du auch kommst, die Barriere wird dich aufhalten. Viel Glück noch. Das werden wir ja sehen. Dir auch, Jungchen, dir auch. Hey, du! Wenn du mich noch einmal so verarschst, dann gibt's eine ordentliche Tracht Prügel, verstanden? Hey, vermisst du nicht deinen Truhenschlüssel? Tatsächlich. Ich will gar nicht wissen, woher oder warum du etwas über den Schlüssel weißt. Aber ich gebe dir 20 Erz.
wenn du mir meinen Schlüssel wiederholst. Hier ist dein Schlüssel. Tatsächlich. Also wie abgemacht, hier sind 20 Erz für dich. Du solltest dich aber in Zukunft vorsehen. Ab jetzt habe ich ein Auge auf dich. Irgendwie schon, ne? Ja, das ist genau wie mit dem Zitat bei dem hier, von dem einen Typen, von den Novizen hier, von dem Sektenlager, ne? Oh, mehrere Jahre musst du Novize sein, um dann vielleicht die hohe Chance zu haben, Templer zu werden, beziehungsweise ein Baal zu werden. Ich hab's auch in 2 Tagen und so, ne? Wenn nicht mal 2 Tage, einen Speedrun machst du um einen Tag. Bist du Ian, der Chef der Mine? Ja, ich bin Ian. Und das hier ist meine Mine. Also fass nichts an und mach nichts kaputt. Hey, braucht ihr den Erzbrocken noch? Ist das nicht Gomez' Mine? Ja, natürlich ist das die Mine des alten Lagers. Aber hier drin gibt's nur einen Chef. Und das bin ich. Kannst du mir ein paar Takte zur Erzförderung erzählen? Wir fördern hier rund um die Uhr Erz. Im Monat sind das über 200 Säcke Erz, die gelagert werden und nochmal 20 Säcke, die eingeschmolzen werden. Mit dem Erz, das wir dem König liefern, können hunderte von Klingen hergestellt werden. Ich habe gehört, das Erz ist magisch. Erzähl mir davon. Das magische Erz besitzt besondere Qualitäten. Es macht die Waffen unzerbrechlich und die Klingen sind schärfer als gewöhnliche. Eine Armee, die mit solchen Waffen ausgestattet ist, hat einen entscheidenden Vorteil in jeder Schlacht. Alles klar. Erzähl mir mehr vom Erz. Leider geht die magische Wirkung des Erzes beim Schmelzen verloren. In den Hochöfen von Nordmar, da kennen sie die richtige Schmelztechnik. Aber ach, selbst ohne 3. die magische Wirkung sind Waffen aus diesem Erz extrem widerstandsfähig und richten mehr Schaden an als gewöhnliche Waffen. Ja, Belia ist einfach mal cooler, ne? Erzähl mir von der Mine. Wenn du dich hier weiter mit der Fackel. Erzähl mir von der Mine. In den Höhlen sind Minecrawler. Am besten du bleibst in diesem Hauptschacht. Und lass die Templer in Ruhe. Sie lungern zwar die meiste Zeit nur rum, aber wenn die Crawler kommen, gibt es keinen besseren Kämpfer an deiner Seite. Ich werd's mir merken. Ich hab noch zu tun. Und halte meine Jungs nicht von der Arbeit ab. Ich sehe mich nur mal um. Diego schickt mich. Ich soll die Liste abholen. Alles klar, hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefern beeilen. So, das geht. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. So, Alberto. Bei dir kann ich tauschen? Jupp. Alles, was du willst. Wenn du Erz hast. Ach komm, der eine Erzbrocken kannst du behalten. So. So, weiter runter in den Schacht brauchen wir, glaube ich, eigentlich noch nicht. Das wäre albern. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt hoch, geben die Liste ab und werden Schatten. So einfach ist die Sache. Können wir mal abspeichern, zur Sicherheit. Mein Gott, ich liebe die SSD, ne? Die Ladezeiten sind so extrem kurz. Das ist echt Wahnsinn. Da kann das Spiel ruhig ab und zu mal abstürzen, das tut mir dann gar nicht weh, ganz ehrlich. Was fliegt denn da oben für eine Scheiße? Kann ich das aufheben?
Bestimmt Mumm. Was ist das? Ist ja bestimmt wieder Ennos-Werk, wa? Typisch, ey. Verführen wahrscheinlich zum Wohlstand, indem man irgendwelche Sachen vor der Nase aufploppen lässt, die gar nicht existent sind, ja, ja. So ein Gott ist er. So, dann würde ich sagen, es ist Zeit. Zeit fürs alte Lager mal guten Tag sagen. 40 Lernpunkte. Leute. Jetzt wird es auch nochmal interessant. Das Ding ist, bis ich Maria werden kann, dauert es ja auch nochmal ein wenig. Die Problematik an der ganzen Sache ist, ich bin eigentlich dazu gezwungen, eventuell noch ein, zwei Mal auf Stärke zu skillen. Weil, wie gesagt, ich irgendwie Maria werden kann und irgendwie auf Mana skillen kann, dauert es noch eine ganze Weile. Wenn ich nicht auf Stärke skillen würde, würde ich gar nicht so weit kommen, ne? Dann würde ich einfach meinen Story-Fortschritt nicht vorankommen, weil jener zu Start werden. Wird langsam interessant, wie ich da jetzt meinen Punkten umgehen muss. Ich meine, ich muck's ja schon wirklich alles ab, was ich unterwegs sehe. Vielleicht auch Sachen, die ich gar nicht abwuchsen müsste. Einfach nur, damit ich genug Erfahrungspunkte für den ganzen Mist hab. Ja, ich muss zumindest stark genug für meinen Crawler sein, ne? Also im Prinzip muss ich nur stark genug sein, genau die Queen zu plätten. Normale Standard-Minecrawler platt machen zu können. Und vielleicht den einen oder anderen Goblin. Genau genommen schwarze Goblins. Und das ist halt so eine schwierige Sache. Ich würde mit der von, glaube ich, keinen schwarzen Goblin platt machen können, oder? Stahlzunge? Ich glaube nicht, wa? Ja, wir machen nochmal ein paar Viecher hier platt. Einfach, damit wir ein paar Erfahrungspunkte haben für den Lachs. Stimmt, die sind doch schon... Ja, stimmt. Wo du das sagst, hast du recht. Stimmt, den Almanach in der Höhle muss ich erst besorgen, nachdem ich, Borets die Creep-Platt gemacht habe. Ich muss zumindest stark genug für Mordorets. Minecraft. Oh, Minecraft sind auch schon nicht ohne. Die haben schon Qualitäten eines Lurkers, würde ich meinen. Ich glaube, vom Stärke-Level her nehme ich mein Core nicht viel von. Oder das Ding ist halt, ich komme so schwach vor, wenn ich, sag ich mal, eine Schattenrüstung hab, eine gute, dann juckt's mich vielleicht eh nicht. Und dann kann ich wesentlich mehr aushalten, dann ist der Schaden auch nicht so wichtig. Kann ich schön tanken quasi. Naja, ich muss es mal gucken. Wie gesagt, ich habe noch nie mal gespielt, ich habe gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe Ghost Recon 1 oder 2. Wird interessant, wie ich dort umzugehen habe. Aber dafür habe ich ja mehrere Spielstände. Insofern. Schatten muss ich jetzt so oder so werden, da brauche ich nichts anderes. Ich glaube kaum, dass ich daran was erinnere. Das ist wirklich nicht mein Problem. Immer wieder dieselbe Leier. Kann schon sein. Das ist
wirklich nicht mein Problem. Schon sein. Ich hab die Liste von ihr. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. Verlass dich auf jemanden. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Sketty hat mir gesagt, du hast Kirgo besiegt. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Du hast genug Leute gefunden, die für dich sprechen. Und die Prüfung des Vertrauens hast du auch bestanden. Geh zu Torus. Ich habe ihm schon alles erzählt. Er wird dich zu Gomez lassen. Was soll ich machen, wenn ich bei Gomez bin? Gomez entscheidet aus dem Bauch heraus. Wenn ihm deine Visage passt, bist du dabei. Ab jetzt bist du auf dich allein gestellt. Mach das Beste draus. Viel Glück. Mach's gut. Okay, jetzt wird's richtig interessant, Leute. Diego sagt, ich bin bereit für Gomez. Das entscheide immer noch ich. Oha. Und wie lautet deine Entscheidung? Du hast wohl die meisten Sachen gut gemacht. So viel muss man sagen. Ich habe alle Sachen gut gemacht. Du kannst zu Gomez gehen. Er allein bestimmt, wer aufgenommen wird und wer nicht. Ab jetzt bist du auf dich allein gestellt, Kleiner. Halt! Entspann dich. Ich habe mit Torus geredet. Ich kann rein. Ich werde mir deine Visage merken. Wenn du Ärger machst, bist du dran. Mein Gott, sind die alle zu mir. Pff. Warte mal. Mich würde mal was interessieren. Ich kann ja jetzt theoretisch schon den Brief von dem Feuermarier abgeben, ne? Das machen wir vorher mal zuerst noch. Du darfst keinen Fuß über diese Schwelle setzen, es sei denn, Meister Koristo gestattet es. Man muss eben aufpassen, was ich suche den obersten Magier des Feuers. Das ist Koristo. Was willst du von ihm? Ich höre nicht mehr auf das Gefahren. Ich wollte tatsächlich erst Pyrokannen. Koristo hieß der Typ. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Bist du ein Bote aus der Außenwelt? Ja. Ein Magier gab mir den Brief, kurz bevor sie mich in die Kolonie geworfen haben. Zeig mir den Brief. Hier ist er. Also in seiner Haut will ich trotzdem. Das ist ein Brief an Xardas. Und was ist daran so aufregend? Xardas ist schon lange kein Diener Innos mehr. Vor einigen Jahren hat er uns verlassen und sich der schwarzen Magie zugewandt. Richtige Entscheidung. Er lebt in einem Turm mitten im Orkgebiet und widmet sich dort seinen Studien. Er sagte, er wolle auf seine Art herausfinden, was mit der Barriere nicht stimmt. Warte hier, ich bin gleich wieder da. Immer wieder dieselbe Leier mit der Rund. Koristo war ganz außer sich vor Freude. Er sagt, du kannst zu Torres gehen und dir deine Belohnung selbst aussuchen. Das ist nur wirklich nicht mein Problem. Erzähl mir was über die Feuermagier. Der Kreis des Feuers bezieht seine Macht von der Gnade Innos. Der Gott des Lichts, der Wahrheit und der Gerechtigkeit wacht über uns. Oh ja. Die Magier betrachten sich selber als die Erwählten. Und so behandeln sie auch alle anderen. Ich hatte das Glück, damals aufgenommen zu werden. Koristo hat mich zu seinem Lehrling gemacht. Vermutlich hat er einfach Lust auf Unterhaltung. Seitdem bemühe ich mich jeden Tag, meine magischen Fähigkeiten zu steigern, damit ich in den nächsten Kreis aufgenommen werden kann. Tolle Ding. Wo finde ich Torres? Er ist den ganzen Tag draußen hier vorm Tempelgebäude. Nachts ist er wie alle anderen drin, aber nur Magier dürfen das Tempelhaus betreten. Also kannst du ihn nur tagsüber sprechen. Okay. Ich will ein Lehrling der Magier werden.
So wie du. Koristo hat mich damals erwählt, weil ich eine besondere Sache für die Erzbarone erledigt habe. Ohne, dass du etwas Herausragendes leistest, wird er dich nicht als Lehrling in Betracht ziehen. Du musst außerdem dem alten Lager angehören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Koristo ein Mitglied eines anderen Lagers als Lehrling akzeptiert. Jetzt kann er werden. Wir sehen uns. Na gut, wenn es so ist, reden wir mit Taurus. Immer wieder dieselbe Leier. Na. Ich grüße dich, Magier. Innos wache über dich. Ich handle mit magischem Wissen und kann dir zeigen, wie du deine magische Energie steigerst. Was muss ich tun, um Magier zu werden? Sprich mit Meister Koristo, wenn er Zeit für dich hat. Wird bearbeitet, bitte hold's allein. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Er hat nur Feuerpfeile. Die bringen bestimmt nicht viel. Braucht man die Lehren der Götter eigentlich für Magie? Ich hab keine Ahnung, Leute. Ich bin total planlos, ne? Das agiert. Brauche ich diese Schriften? Dritter Kreis der Magie. Zweiter Kreis der Magie. Brauche ich die Dinger? Ey, ich hab keine Plan. Koristo schickt mich. Keine Planung, Leute. Ich habe den Brief übergeben und soll meine Belohnung selber wählen. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen und sollst deine Belohnung erhalten. Wähle mit Bedacht. Aber das ist nur wirklich nicht mein Problem. Man muss eben aufpassen, was man sich rum erzählt. Was ist denn der Essenz des Geistes? Maximales Mana. Ist doch ein Mana-Trank, oder? Also ein Mana-Trank oder ein Trank, der mein Mana erweitert? Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ah, okay. Essenz des Geistes. Ich damit nichts zu tun habe. Ist das denn Saufe denn permanent oder ist es denn so ein Trank einfach nur so ein scheiß blauer? In seiner Haut will ich trotzdem noch klar, dass es Ärger gibt. Naja gut, also es kann schon sein. Das ist wirklich nicht lang. Erhöht mein Mana. Na denn? Na damit. Wo ich sagen muss, so ein Stärkeregen wäre auch praktisch. Gerade dann würde ich ein paar Erfahrungspunkte sparen können. Könnte das in Lernpunkte investieren? Ach, komm her mit dem Mana-Trank. Ich will Magier werden. Komm. Ich will den Trank. Deine Wahl war weise. Du hast das kostbarste Geschenk von allen gewählt. Trinke den Trank und deine Macht wird wachsen. Den werde ich aber erst trinken, wenn ich bereits Level 100 bin, mein Mana. Von daher. Ich suche den obersten Feuermagier. Sprech mit Milton. Und nun geh. Aber halt's dich mal. Junge. Was machen die magischen Künste? Das ist nicht dein Belang. Mein Gott, bist du unfreundlich. Ich suche den obersten Magier des Feuers. Geh zu Milton. Der gibt sich mit Laufwürzen wie dir ab. Na los, lad. Diese eingebildeten Drecksmagier, ganz ehrlich. Das passiert mir. Halt, was willst du hier? Ich will hier rein. Machst du Witze? Frag das doch mal Taurus. Werde ich. Wenn du gelogen hast, bist du tot. Soll das heißen, ich kann jetzt reingehen? Ja, geh schon. Junge, an jeder Ecke werde ich aufgehalten. Ist ja schlimmer als Fort Knox hier, das ganze Lager. Was kann ich für dich tun? Erstmal abwarten. Wer bist du? Ich bin Raven. Gomez, rechte Hand. Jeder, der hier ist, um mit Gomez zu reden, redet vorher mit mir. Wie steht der Erzhandel? Die alte Mine spuckt genug aus. Die letzte Lieferung aus der Außenwelt war ziemlich fett. Fett. Ich will zu Gomez. Taurus sagt, ich soll als Schatten aufgenommen werden. Wir sind immer auf der Suche nach guten Leuten. Du scheinst mir nicht auf den Kopf gefallen zu sein. Du könntest es hier zu was bringen. Ich werde dich zu Gomez führen. Folge mir und fass nichts an. Auf alle Fälle hat Raven ein sehr, sehr interessantes Schwert. Kann man nicht meckern. Und eine geile Rüstung. Fass nichts an, sagt er. Dort hinten ist Gomez. Wenn du ihm keinen Respekt zeigst, werde ich dir persönlich welchen beibringen. Ist das klar?
Früher wäre das gut. Ganz anders entspannt. Ich will nur ein paar Sachen mitnehmen hier. All die brauchen. Früher. Ich höre nicht mehr. Selbst einen Terzensteller kann man klauen. Einfach mal alles wegnehmen. Kitten ja so. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Will mich angucken. Wer bist du? Ich bin Arthur. Was machst du so? Ich bin Gomez Leibwächter. Du redest nicht viel, was? Nein. Ah ja, Scar. Sie nennen mich Scar. Wer bist du? Sie nennen mich Scar. So eine Schlange? Was ist deine Aufgabe hier? Ich und Arthur passen auf, dass Gomez niemand zu nahe kommt, der hier nicht eingeladen wurde. Außerdem kümmere ich mich darum, dass die Frauen hier nicht zu kurz kommen. Tja, ich dachte auch, dass es Raven sich mochte, dass ich den Tisch angefasst habe. Aber ich erinnere mich, dass ich den Tisch jedes Mal beklaut habe, bei jedem Run, also von daher. Als sie mich reingeworfen haben, habe ich gesehen, wie eine Frau zusammen mit den Waren heruntergefahren wurde. Und? Ist sie hier? Wenn du dich für sie interessierst, gebe ich dir einen guten Rat. Vergiss sie. Sie ist gerade angekommen und Gomez hat sie bei sich auf dem Zimmer eingesperrt. Wenn er sie eine Zeit lang gehabt hat, schickt er sie vielleicht runter. Aber jetzt gehört sie ihm. Also verschwende besser keinen Gedanken an sie. Kannst du mir etwas über Gomez erzählen? Über ihn musst du nur wissen, dass er der mächtigste Mann der Kolonie ist. Er kann alles haben, was er will, aber das Einzige, was ihn wirklich interessiert, ist Einfluss. Geh zur Seite! Geh zur Seite! Ah ja, Jumpstyle. Wer bist du? Ich bin Bartolo. Ich kümmere mich um die Versorgung der Erzbarone. Ich regle alles. Von Krautlieferungen über Essen bis hin zur Versorgung der Frauen. Außerdem sorge ich dafür, dass die Köche ihre Arbeit gut machen. Sie sollten mir dafür dankbar sein. Gomez lässt sich nicht jeden Fraß gefallen. Die letzten beiden hat er an die Snapper im Fluss verfüttert. Ah ja. Wo ist denn der Koch? Ah, so kostet ein Süppchen, ja? Schmeiß ich schon selber rein. Wie ist das Leben hier? Wenn die Erzbarone dich schicken, sag ihnen, ich will keinen Ärger. Von mir bekommt keiner was zu hören. Ich bin zufrieden mit dem, was sie uns geben. Niemand schickt mich. Ich bin neu hier. Ein Neuer. Neue kriegen hier immer schnell Ärger. Ich will in nichts reingezogen werden, klar? Ich will mehr über dieses Lager erfahren. Dann solltest du mit den Schatten reden. Sie können dir noch am ehesten sagen, was du wissen willst. Aber sei vorsichtig. Den meisten von ihnen kannst du nicht trauen. Wie er auf dem Topf steht, oder? Wer hat dir das sagen? Hier im äußeren Ring treiben Fletcher, Bloodwin und Jackal das Schutzgeld ein. Jedem gehört ein Viertel. Wenn du dich mit ihnen gut stellst, kann dir nichts passieren. Ach, du bist doch so nicht. Ja, ist egal, das will ich erfahren. Alles klar? So klar wie vor 20 Jahren. Und seitdem hat sich hier nicht viel verändert. Was gibt es hier für wichtige Orte? Wenn du keine Lust hast, in den Minen zu schießen, solltest du dich am Eingangsplatz zwischen... Wenn du Glück hast, gibt Torus oder Diego dir eine Aufgabe. Dann kannst du... Oder... Die Magie... Was? Ja, das sind, ich glaube, jetzt mal ein Gesprächsteam. Wir normalen schönen Typen auch hier, bloß nur komische Namen. Kann ich das einfach klauen, was ich hier auf den Sack kriege? Tatsache.
Na ja, mal her damit. Ich kann alte brauchen und zündet auf den Schinken. Komm, der Kerzensteller muss ich auch mitnehmen. Der ist wichtig. Jawohl. So. Wie heißt die? Seraphir? You're not allowed to talk to us. Warum reden die alle Englisch, ey? Seltsam, alle Tier. So, Gomez. Ich bin gekommen, um dir meine Dienste anzubieten. Warum denkst du, dass wir an deinen Diensten interessiert sind? Ich habe die Prüfung des Vertrauens bestanden und Torus sagt, ich bin ein guter Mann. Du wärst hier nicht lebend reingekommen, wenn das nicht so wäre. Punkt für Gomez. Ich hoffe, das war nicht schon alles. Ich bin viel in der Kolonie rumgekommen und habe gute Kontakte in allen Lagern. Das ist tatsächlich ein guter Grund. Zu wem hast du Kontakte? Okay, ist vorsichtig. Ich darf nicht Iberien auswählen, sonst hört er vorbei. Zu Kor'Kalom. Und? Zu einigen Baals aus dem Lager der Bruderschaft. Und? Zu Laris. Und? Zu einigen Helern im neuen Lager. Und? Das waren alle wichtigen. Beachtlich. Für einen Neuling, für dich. Du sollst wunderbar deine Chance kriegen. Heißt das, ich bin dabei? Genau. 1000 das heißt DP. Belohnt. Du bist jetzt einer von uns, Kleiner. Alles Weitere wird dir Raven erzählen. Nice. Hallo. Hallo. Gomez sagt, ich bin dabei. Gut, du kannst dich gleich bei deinem ersten Auftrag bewähren. Wenn deine Verbindungen wirklich so gut sind, wie du sagst, solltest du keine Probleme damit haben. Was soll ich für dich erledigen? Wir stehen mit der Bruderschaft so eine hässliche Rüstung in Handelskontakt. Das bedeutet nicht, dass wir ihnen unbedingt vertrauen. Mach dich auf den Weg in den Sumpf. Wenn du dort im Lager bist, halte die Ohren auf. Alles, was du erfährst, kann für uns nützlich sein. Und je mehr du erfährst, desto besser. Das Ganze erfordert ein gewisses Feingefühl. Du weißt, was ich meine. Bleib ruhig. Ich werde ihren Zorn nicht heraufbeschwören. Ich wusste, dass du mich verstehen würdest. Wo bekomme ich bessere Ausrüstung her? Geh zu Diego. Er wird dir eine Rüstung geben. Damit wirst du nicht so schnell umgebracht und sie dient auch gleichzeitig als Ausweis. Mit deiner neuen Rüstung solltest du hier überall hinkommen, wo du hin musst. Und wenn du Waffen brauchst, geh zu Skip. Er ist in der großen Scheune, hinten links, auf dem Burgplatz. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt offiziell Schattenleute. Nice, ne? Obwohl die Rüstung echt kackenhässlich aussieht. Wahrscheinlich hast du recht. Ich weiß, das passiert mir nicht noch 30 vor Pfeilen 5, 15 vor Feuer. Ja, ist halt an der Geschichte eigentlich besser als meine andere Kacke, die ich vorher hatte. Aber immer nicht besonders gut. So, dann würde ich sagen, können wir ganz kurz mal zu Skip rangehen. Für Gomez. Ja, Mahlzeit. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen. Sollte er mir einfach was geben? Wie viel Stärke haben wir? Wir haben derzeit gerade 25 Stärke. Für Gott. Ich. Keep my inner kick. Wir könnten einfach mal das beste Schwert kaufen. Würde ich sagen, machen wir das heute mal, wa? Zack. So, wieder eine Waffe zu verkaufen. Oh, diese Fülle. Na gut. So. Jawohl.
So, jetzt brauchen wir die Waffe erstmal. Hey, Kötix, wunderschönen guten Abend gewünscht. Wie geht's dir stets? Für gut. Ich könnte. Wie geht's dir stets? Wir haben vorhin gesprochen, Lul. Hier, nimm mal den ganzen Kiffkram an hier, Junge. Jurassic Park 2, oh, der beste. Wie ich finde. Oh, das war zu viel. Wie war das so genau? Ja, komm, der andere schießt gerade auf, welche Schüsseln, Becher, die ganzen Kerzenständer, eben brauche ich alles nicht, den Mist. Das Schlimme ist, ich will nicht alles Völker und alles für Geld für Erz ausgeben. Weil ich eventuell immer den Gedanken haben könnte, verdammt, vielleicht brauche ich die Kohle noch, wenn ich hier später Maria machen möchte. Ob ich nicht eventuell hier mal, lieber ein bisschen auf Tränke gehe und ein paar Tränke kaufe und so. Ah, muss ich ein bisschen aufpassen, ne? Wie ich mein Geld umgehe bisher. Ich finde, bisher ich mein Geld und mein ganzen EP zu viel in Stärke geballert, dass es irgendwie praktisch wäre. Taurus, ich bin dabei, was sagst du? Für Gomez. Ja, für Gomez. Ich hab's geschafft. Jetzt bin ich Mitglied des Lagers. Herzlichen Glückwunsch, Kleiner. Ab jetzt hältst du dich am besten an Diego. Zu Gomez oder Raven solltest du nur noch gehen, wenn du was wirklich Wichtiges zu sagen hast. Okay. Dann wir jetzt mal ganz kurz mal ratzen gehen. Ja, ich glaube, für die Mine bin ich denn doch jetzt stark genug. Ich hoffe, mit dem Schwert hier. Müsste das eigentlich gehen. So, jetzt. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, aber es wird Unmengen Kohle kosten. Aber einfach mal machen. 1200 Erz. Wie viel habe ich? Jetzt ist die Frage. Ist das wirklich... Eigentlich ist es Geldverschwendung, ganz ehrlich. Weil die Rüstung ist so minimal besser und ich glaube, nach dieser Scheiße bin ich danach eh Magier. Von daher... Scheiß drauf, nee. Mach ich nicht. Ich renne jetzt die ganze Zeit mal in Schattenklammern rum, das wird schon helfen. Ich könnte so schön stylisch durch die Botanik latschen hier mit so einer geilen Schattenrüstung, ne? Aber nee, ach komm. Scheiß drauf. Ja, ich muss hier übelst umdenken, ne? Ich meine, wenn ich jetzt hier normal Krieger wäre, ne? Und hier kriegermäßig spielen würde, dann würde ich die Rüstung instant kaufen, aber die macht einfach keinen Sinn. Und das ist einfach Geldverschwendung. Ich denke, ich werde genug Kohle brauchen als Maria. Von daher. Ball flach halten, einfach mal klarkommen mit dem, was ich jetzt gerade habe. Ist auch zeitgleich eine kleine Herausforderung. Passt ja. Wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Bin ich jetzt total besoffen? Gott. Das war mir jetzt peinlich. Ich wollte Tatsache zur alten Mine rennen, ne? Ich hab mich schon richtig an dich gewöhnt. Wir werden sicher eine Menge Spaß miteinander haben, nicht wahr? Wo schläfst du eigentlich? Du kannst gerne zu mir kommen. Nicht nur, dass Matt mir auf den Sack geht, jetzt quatscht noch Matt sein Haus mit mir, Alter. Holy moly. Jetzt geht's ja los. Was ich von Matt will? Liebe. Wahre Liebe. Ich will von den Janischen, wenn ihr mir Wetter auf den Sack geht, abstechen. So versteht mal fest. Aber erstmal verschone ich sein mickriges Leben noch. Oder ich mach mit ihm hier so ein Wiesenhof-Würstchen-Brutzler, weißt du?
wenn ich Magier werde. Genau, Liebe, Harry. Liebe. Dann ist eigentlich auch die zweite und tot am Hart. Ich glaube nicht, dass man die Spielstand von Gothic 1 zu 2 übernehmen kann. So fortschrittlich war das Spiel dann doch nicht. Gibt's doch wirklich? Was? Du erzählst gerade Quark, oder? Ich habe schon einige Untote gesehen, aber matt. Was? Also mit anderen Worten, wollten sie hinzufügen, haben es aber nie gemacht. Lol. Seht ihr, Leute? Selbst in Gothic 2 geht da noch einen als toten Mann auf den Sack, ne? Selbst in Gothic 2 in den Command, das ist ja noch zu finden. Der Junge hat sich verewigt. Ich finde ja das eine Dialog, gruselig von ihm, wo er anfängt mit dir zu reden, so. Für was haben sie sich eigentlich in der Kolonie eingesperrt? Mich haben sie eingesperrt, weil ich ein Faible für Tiere habe. Dann dachte ich mir auch so, ah ja. Gut, dass du da bist. Ich habe Neuigkeiten. Ich hoffe, gute Neuigkeiten. Lester News. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant ihr denn? Den Ausbruch? Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Liesel? Was ist ein Liesel? Was kann ich dabei tun? Sprich mit Iberion. Er ist der mächtigste Mann hier. Dies ist die Gelegenheit, seine Gunst zu erringen. Wo finde ich ihn? Geh zum Tempel. Er kommt selten dort heraus. Ah, wahrscheinlich ja. Fühlt er sich in diesem kalten Gemäuer dem Schläfer näher. Es ist auch so ein komischer Storyplot, ne? Der Schläfer möge dich behüten. Iberion, einer der Anfänger, der mit dem man niemals reden kann, ja? Und selbst Gomez mir den Kopf abgeschlagen hätte, wenn ich gesagt hätte von wegen, hey, ich hab Kontakte zu Iberion, ja? Jetzt urplötzlich kommt so ein wildfremder Arsch aus dem alten Lager an. Hier, geh zu Iberion, er wartet dich bereits. Was zur... Warum? Warum mich? Dann gib mir ja nicht. Ja gut, wieso wird er jetzt auch nochmal gleich erklären? Ich glaube wegen einer Vision. Deswegen wird er ausgerichtet dahin. Thanas, den sehen wir da ja auch nochmal ausführlich. Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren. Auch das ist, könnte jeder sagen. Wenn es so einen Namen weißt, ja, da kannst du eintreten. Ist vertrauenswürdig. Könnte ja wirklich jeder sagen, ne? So lächerlich. Shh. You're not allowed to talk to us. Ach ja. Die Britinnen. Sei gegrüßt, Meister Iberion. Ach. Du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Wir haben uns noch nie gesehen. Und ich dachte... Selbst der alte Sack hat eine Schlampe, ne? Was willst du? Jetzt mal vielleicht an die einen oder anderen draußen, die vielleicht Command & Conquer kennen. Wem ähnelt diese Person? Ohne Scheiß. Wem ähnelt diese Person aus dem Command & Conquer Universum? Ey, das ist... Kann man dir helfen? Ja, schon ein bisschen, ne? Mir kam zu Ohren, du suchst etwas.
Das ist richtig. Wir brauchen den Tacitus. Wir haben den Novizen Nyras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Doch er ist bisher nicht zurückgekehrt. Du könntest für mich nachsehen, was passiert ist. So, hinzu kommt ein Kane, seine Bruderschaft, ja auch Bruderschaft von Nott. Er nennt seine Anhänger Bruderschaft des Schläfers. Beides Bruderschaften. Er sieht Kane sehr ähnlich. Also. Ah, klickt's hier oben langsam, Leute. Ich sag euch, irgendwie haben sich die Wittler schon was bei gedacht, ey. Was hat es mit dem Fokus auf sich? Es ist ein magischer Gegenstand, der unsere geistigen Kräfte vereinigen wird. Es handelt sich dabei um einen der 5 Fokussteine, den die Magier zum Errichten der Barriere benutzt haben. In einer Vision sah ich, dass wir uns die Kraft eines Fokus zunutze machen müssen. War wohl eine ziemlich spannende Vision. Meine Vision war ein Zeichen vom Schläfer. Mit dem Fokus können wir ihn erreichen. Bestimmt ist der Fokus nicht weiter als eine umgeformte Bong, weißt du, damit er sich krasser und krasser rauchen kann. Wo soll ich suchen? Wenn du das Lager verlässt, wende dich nach rechts und steige hinauf zur großen Klippe. Dort, hinter dem Wald, wo du das Meer sehen kannst, wirst du den Fokus finden. Das für die Wegbeschreibung. Hinter den Nordlichtern, in der Waldlichtung, wo die Sonne das Meer küsst und hinuntergehen wird, wirst du diesen Fokus finden. Ich würde ja sagen, hat er gekifft, aber ja klar, der gekifft. Der ist ja übelst, ja, so ein bisschen Drohnenbabo hier, also. Ich werde den Fokus zurückbringen. Nimm diese Karte hier. Dort ist der Ort des Fokus verzeichnet. Ein Fort? Ein Fort was? Ein Fort Fiesta? Fort Fokus? Ich habe den Fokus immer noch. Dann suche weiter. Ja, ich bräuchte die Karte eigentlich gar nicht, weil ich weiß, wo das ist. Zum Glück. Ach, ich weiß alles noch. Zecker, ich kenne mich in der Barriere besser aus als mein eigenes Zuhause. Mit dem Fortfokus können wir den Schläfer erreichen. Genau. Kommst du mit so einem übelsten Kifferbus an von Ford, weißt du, zum Fallen zum Schläfer damit? Ah ja. Wie so ein Hippie-Bus. Ach ja, die Viecher sind wieder nachgespawnt, sehr nice. Wieder schön freie Erfahrungspunkte abgrasen, wunderbar. Können wir alle, die brauchen, Leute. Gut zunehmen, bleib stehen. Ich denke, gegen Mindcrawler können wir mittlerweile kämpfen. Wird zwar nicht allzu einfach sein, aber es denke ich müsste machbar sein. Meine Varan hat mir auch nicht viel Schaden gezogen. Ich habe den mit 3 Schlägen platt machen können. Dann geht's eigentlich. Dann müsste es eigentlich gehen. Noch ein paar Wölfe und Scavenger, die können wir auch noch weghauen. Jetzt müssen wir stark genug für Wölfe sein. Ah! Was zur? Was? Raubtierfütterung, Alter. Scheiße.
Wolf dürfte auch kein Problem sein, ja, wenn er auf einmal 20 Wölfe angerannt kommt, alle einmal rein, beißt mich auch tot. Alter. Wohlgesprochen, wohlgesprochen. Ey, das war aber auch unnötig, Leute, ne? Ich meine, ganz ehrlich, du siehst bloß eins, zwei Wölfe und denkst du so, ja, kein Problem, wir hauen alle weg, ja? Wenn das bloß die drei gewesen, geblieben wären, ja, wäre das ja kein Problem gewesen. Aber auf einmal kamen auch drei andere Rudel an, also das hat schon geschmerzt, ne? Und wieder mal, ne? Ich bin viel zu arrogant an die Sache rangegangen. Ich hab auch vor, abzuspeichern, zu saven, ne? Für den schlimmen Notfall, falls dann doch irgendwas Krasses ankommt. Nö. Ich renne einfach rum, weil ich mir davon ausgehe, ach, das sind ja bloß drei Wölfe. Easy. Und dann sitze ich dann weinend in der Ecke und sterbe. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Warum hat man Höhlenpilze eigentlich Höhlenpilze und nicht Höhlenpilze, wenn die größtenteils so in Höhlen wachsen? Ganz ehrlich. So, ich bin ja so kackendreist, wenn wir das mal versuchen, ne? Ich bin mal so pervers. Aber diesmal würde ich wirklich versuchen, alle einzeln anzukiten und nicht so einen riesen Rudel anzuschleppen. Ja, so viel dazu, ne? So viel dazu. Alter, guck dich das mal an! Ich will nur einen Wolf holen! Da kommen sie alle an! Das kannst du vergessen. Ich muss alle letztendlich platt machen, denn sonst fressen die mir auf. Ist ja heftig. Das ist kein Rudel, das ist ein Heer, ey. Das ist eine Schar. Das ist ein Schwarm. Ein Schwarm Wölfe. Na, das Ding ist nur, kein Tier hat so ein Rudelinstinkt denken. Außer vielleicht Goblins. Aber Tatsache Wölfe, ne? Wenn die merken, dass sie angegriffen werden, der andere Kumpel in der Nähe ist, zieht der automatisch mit angeholt. Das ist übelst krass. Ja, aber ich finde, Schwarm, ja klar, Schwarm nennt man Vögel oder generell Insekten oder so. Ist an sich richtig. Aber ich finde, Schwarm hat auch eine coolere Bedeutung, wenn man einfach mal übertreibt damit. Ne? So, weil ein Schwarm besteht ja eigentlich. Also ein Schwarm ist keine festgesetzte Anzahl, dann ist wirklich nur Fliegelebewesen ein Schwarm. Das Ding ist aber, für mich klingt Schwarm aber auch so, als wenn dann, sag ich mal, 20, 30 Tiere sind, so. Oder 50 Tiere, sagen wir mal so. Nee, auch 50 Tiere ist zu wenig, so, ne. Ein Schwarm fliegen hat schon mindestens über 200, ne. Und das würde man deswegen, im übertriebenen Sinne, halt Schwarm. Dass ein Schwarm war, fliegende Viecher sind, ist mir klar. Ja, Blutfliegen, ja, bei Rauchschwarm. Da ist recht. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, jetzt nicht mal. Ich würde doch gerne mal. Lecker Pilzchen. Können wir schön Fleisch. Fleischwanzen Ragout machen. Mann. Fleischwanzen, die.
Ja, genau wie mein erstes Stream denn. Oh. Fleischwanzen. Die haben Fleischwanzenfleisch. Verschwinde! Hier gibt es nichts für dich zu holen. Ich bin auf der Suche nach dem Fokus. Da kommst du leider zu spät. Ich habe ihn bereits gefunden. Und ich werde ihn für mich selbst behalten. Der Schläfer sprach heute Nacht zu mir und machte mich zu seinem alleinigen Werkzeug. Nun werde nur noch ich dem Schläfer dienen. Keine Templer, keine Gurus mehr. Nur ich alleine. Stirb! Mein Gott, ist der lost. Gab's nicht hier hinten auch noch irgendwas im Wald? Irgendein Lebewesen, das man den Toten heranführen könnte? Boah, ein ganzer riesiger Wald mit nichts. Na gut, sei es drum. Gehen wir zurück zum Lager der Bruderschaft. Jetzt will ich mal was probieren, was ich mal bei einem anderen Streamer oder Let's Player mal gesehen hatte. Es gibt nämlich so einen lustigen Bug, um diese ganze Geschichte abzukürzen. Um nicht wieder komplett rumzulaufen, kann man einfach ins Lager runterspringen. Denn im Prinzip befinden wir uns über dem Lager. Wenn man so will. Aber wie war das denn mal genau gewesen? Du müsstest dafür den Sidestep, glaube ich, nutzen, oder? Warte mal. Das war physikalisch nicht richtig Spiel. Wie gab's denn... Was so... Ich könnte mich nicht mal umbringen, wenn ich es wollen würde, ne? Dann kürze ich den Scheiß nicht anders. Lass mich jetzt da runter! Was so? Ich glaube auch, Alter. Oh mein Gott, der kann die Gravitation kontrollieren. Ein wahrer Magier. Und das wäre stolz auf dich, mein Sohn. Da klebt ein Held auf dem Baum. Ja, irgendwie konnte man das so runterglitschen. Warte mal, wie war das gewesen? Wie musst du ganz schnell wieso drücken oder so? Oh, haben sie es gepatcht irgendwie? Mit der Mod oder mit einer Grafik-Mod oder mit einem Game-Mod oder so? Halt die Klappe unten! Bin da, ja, okay, dann laufe ich eben außen rum. Na mein Gott, dann klappt der Mist nicht. Ast rein. Klappt ja bestens für mich. Ich wünsche mir, ich hätte diese Austrauertränke, ja.
das ist die einzige Gameplay-verändernde Mod, die ich mir installieren würde, ne? Tatsache, irgendwie so einen Sprint-Button einführen, dass du sprinten kannst oder so. Ich bin so eine faule Sau mittlerweile in Gothic geworden, wenn man alles auswendig kennt langsam, dann ist es irgendwie so übelst nervig. Snapperkraut? War doch im zweiten Test Snapperkraut, oder? Nee, hab kein Snapperkraut. Ich glaube, Snapperkraut war nur im zweiten Teil, wo du so sprinten konntest. Ich glaube, Snapperkraut gibt's doch nicht mal im ersten Teil. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Kann sein, dass es bestimmt irgendwo gibt, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Sprintbonus gibt. Es gibt Sprinttränke später im Verlauf. Und zwar im neuen Lager bei den... Wassermann, der hat mehr als genug, der eine. Der hat so viele Sprinttränke, aber die kosten doch Unmengen an Kohle, ne? Zumal als Nahkämpfer wäre ich ja bereit, die Summe auszugeben, aber da ich noch nicht weiß, wie der Mario so gebalanced ist, würde ich einen Teufel tun, so viel Geld auszugeben für Sprinttränke, ganz ehrlich. Wenn ich schon meine Erfahrung gemacht hätte mit als Mario, dann hätte ich es vielleicht gemacht, so, wenn ich sagen würde, okay, gut, ich bin schon meine Kohle so und so, die Lernpunkte so und so, dann dürfte nichts schief gehen, kann ich mir auch schön die ganzen Tränke kaufen, könnte dann schön von A nach B rennen, mit Sprinten. Ja, wie gesagt, dann würde es kein Problem sein, aber so gehe ich da lieber erstmal auf Nummer sicher. So, bin da, wer noch? Das stimmt ja nichts auch um. Das habe ich ja letztens mit, ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob du das schon gestern gesehen hast, das habe ich bei dem einen Händler schon gemacht, und zwar bei dem hier, bei den Cavalon. Ich habe hier einfach umgeboxt. Das Ding ist halt, du musst aufpassen, dass es nicht jeder sieht, ne? Und ich glaube, den Händler aus dem neuen Lager kannst du tatsächlich umboxen, da er in seinem Raum alleine drin ist. Das sieht wohl keiner auch sehen, von daher. Ah, Meister! Oh, der am Durchziehen, ja? Ah, ich fühle den Schläfer. Der Novize Nyras hat den Verstand verloren. Er faselte davon, dass der Schläfer zu ihm gesprochen habe und ihn als einzigen Diener auserwählte. Dann griff er mich sogar an und wollte mich töten. Die Macht des Schläfers ist so. Ey, er hat eine neue Schlampe. Dass sie unvorbereitete Seelen in Verwirrung stürzt. Der hat eine neue alte jetzt auf immer. Wir Gurus haben durch jahrelanges Meditieren die seelische Stärke gewonnen, die Stimme des allmächtigen Schläfers zu ertragen. Ertragen. Ich habe den Fokus gefunden. Hervorragend. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Bring nun den Fokus zu Korkalom. Er wird wissen, was zu tun ist. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Da du kein Bruder unserer Gemeinschaft bist, werde ich dich entlohnen. Nimm dieses Amulett als Zeichen meiner Dankbarkeit. Was denn bitte? Schützt vor Feuer, naja. Man misst halt nichts gerade. Hä? Wer sitzt denn da drinne? Ach, hier ist ja die andere! Ah, kurz Pause, die Alte. Sein Grasvorrat klauen. Junge. Psst, du hast nichts gesehen. Alter, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, links. Oh!
Eine Truhe, oder? Jetzt ein Zeug aber gut versteckt, der Alte. Links. Links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts. Oh! Ah! Jetzt wird die Schlampe getauscht. Sehr gut. Iberia weiß, wie man lebt. Sagt es mal. So, jetzt gehen wir noch ganz schnell. Ich weiß, ich überziehe gerade schon, aber jetzt gehen wir ganz schnell nochmal zu Cor Colomb, den alten Sack. Damit ich den Anschluss nicht verliere, was ich machen will. So, Fort Huhnfisch. Aber behalt's für dich. Ich will mir meine Tech. Hier, nimm. So haben wir auch. Ja, wenn du. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern werde. Wenn du meinst. Wenn du meinst. Lass mal abwarten. Es wird nicht so. So. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal Feierabend, Leute. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich fürs Einschalten, meine Damen und Herren. Und wenn auch kein Follow da gelassen hat, kann gerne mal ein Follow da lassen. Dann nichts von meiner Wenigkeit oder Gothic verpasst. Ich wollte gerade zu Witcher sagen, Lul. Von Gothic verpasst oder anderen Streams, die folgen werden. Dann würde ich sagen, morgen geht's dann weiter, so gegen 19 Uhr, schätze ich mal. Ich sage, habt noch einen schönen Abend. Hau da rein mit einem Grinsen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.